So, ich glaube, jetzt sollte ich online sein. Hallo Leute, herzlich willkommen. Ich muss einmal gerade eben kurz meinen Bot neu starten auf Twitch, weil der irgendwie gerade nicht laden möchte. Was ist hier los? Ist der Herr sich jetzt bequem? So, ihr müsst mir schon mal gleich sagen, ob soweit alles in Ordnung ist, so Ton und also was. Ich hab's auch gerade mal gecheckt, aber ich weiß, man weiß ja nie, wie es ankommt, ja. Das ist immer mein allergrößter Stress, bevor es losgeht. Also ich bin, glaube ich, der schlimmste Mensch, also der schlimmste, dreckigste Kackmensch, wenn ich anfangen will zu streamen, weil dann bin ich immer sowas von gestresst, ja, weil ich halt immer will, dass da irgendwie alles glatt läuft und so weiter. Achso, warte mal, den Chat muss ich einmal leider kurz rausnehmen. So, weil sonst übersteigt. Ja, und es muss natürlich alles. So, es sieht natürlich alles nicht mehr so aus, wie ich es am Anfang gemacht habe, aber hey, warum sollte das denn auch alles so sein? So, auf jeden Fall. Ötte das Original, Dankeschön für deinen Sub. Ja, und da ist es auch schon, ja? Leute, wir sind Twitch-Partner. Wir, also, ich sage ganz gewollt wir, weil, ohne euch hätte ich das mit auf keinsten, glaube ich, geschafft. Und ja, ich meine, ist ja eigentlich auch nur logisch, ja. Wärt ihr nicht gewesen, hätte ich keine Zuschauer gehabt. Und dann hätte ich automatisch natürlich auch nicht Twitch-Partner werden können. Aber ist auch egal. Ich freue mich auf jeden Fall riesig. Ich bin gestern im Stream gewesen, völlig überraschend. War dann eben auf einmal Substar und ich mir so, what, Digga, was? Und das ist so, ja, geil. Danke auf jeden Fall. Und das soll natürlich belohnt werden. Wir spielen heute endlich Pokémon Blau weiter. Ich habe lange nicht gespielt. Ich weiß gar nicht, auf welchem Stand wir sind. Ich meine, wir haben Mewtwo und wir haben Nocturne. Genau, so war das nämlich. Ein Mewtwo Level 71, ein Nocturne auf Level 30. Ich weiß gar nicht mehr, wie unser Plan gewesen ist. Wollten wir mit den beiden Pokémon die Liga machen oder wollten wir nur mit Mewtwo die Liga machen? Ich glaube, das war relativ egal. Wir wollten, glaube ich, hauptsächlich einfach, bevor wir den Starter überhaupt haben, wollten wir die Liga machen. Und dann mal gucken, wie das Ganze so aussieht. So, Basti 152, vielen, vielen lieben Dank für deinen Sub. Und ich frage mich, wieso das Ganze nicht mehr so schön geordnet ist, so wie ich das am Anfang hatte. Das ist. Ich habe wirklich alles eingestellt, es sah alles wunderbar aus. So, und dann, jetzt habe ich gerade eben, ich habe nichts verändert und auf einmal ist alles doof. Aber gut, soll mir egal sein. Mir ist sowieso alles heute komplett egal. So, auf jeden Fall, Basti 152, Ötte das Original, das ist schon mal zwei Leute hinzu, das freut mich doch sehr. So, ich muss jetzt auf jeden Fall erst einmal, denn, wir haben ja, wie der ein oder andere vielleicht noch gar nicht weiß, wir waren ganz dreist. Wir haben uns nämlich ein bisschen durch das Spiel gehackt, durch das Spiel gecheatet. Und zwar möchten wir ohne ein Starter-Pokémon die Pokémon-Liga durchmachen und dann gucken, was passiert, wenn wir die Liga durchgemacht haben und uns dann unseren Starter abholen möchten. Dafür brauchen wir den Wallhack. Eigentlich müssen wir gar nicht hier langlaufen, weil wir können ja inzwischen sogar kämpfen. Das war das letzte Mal anders. Das letzte Mal hatten wir nämlich gar kein Pokémon. Da sind wir komplett ohne Pokémon durch die Gegend gelaufen. Guck mal, wir können einfach über den rüber latschen. Da sind wir komplett ohne Pokémon einfach durch diese Gegend gelaufen. Und ja, jetzt haben wir. Huch. Warum ist hier frei? Ah, ja, das kenne ich doch. So. Wäre natürlich sehr witzig gewesen, wenn sich jetzt hier auf einmal alles so ändern würde, so auf einmal ist alles völlig Open World, es gibt keine Grenzen mehr. So, ich sehe schon ganz viele Glückwünsche, das freut mich, dankeschön. Shinx ist am Start, dankeschön, servus, was geht? Skaldagory, auch ein Name, den man hier das öftere mal liest. Was geht? Und ansonsten, es gibt einige Namen, die ich sogar gar nicht mal so oft lese. Freut mich. Wie viel sind wir denn eigentlich gerade? Das muss ich ja mal kurz meine Neugier stillen. 19 Leute bitte. Ach ja, das kann natürlich noch ein bisschen wachsen. Aber ich glaube, es hat sich jetzt auch noch gar nicht so richtig aktualisiert. Denn der Chat ist relativ aktiv. Es sei denn, ihr seid 19 Leute, die alle im Chat komplett durchdrehen. Das wäre natürlich auch gar nicht mal so schlecht. Aber ja, Hashtag LennyficateLive ist der Hashtag des
abends, kann man schon sagen, ja, es ist 7 Uhr. Und ihr dürft natürlich auch auf Twitter und auf Instagram und überall mal ein bisschen Werbung machen. Macht den Chat sichtbar. Ja, würde ich gerne, aber ich habe meine ganzen Sub-Alerts und sowas, habe ich doch hier alle drüber. Guck mal, dann wäre jetzt nämlich der Kockejocke, was ist das für ein Name? Der hätte jetzt den ganzen Chat überdeckt. Das wäre natürlich halb so schlimm gewesen, aber es wäre halt auch nicht so schön gewesen. Dankeschön für deinen Sub. Kockejocke. Spricht man das überhaupt so aus, oder ist das jetzt verdammt schlechtes Englisch, was ich jetzt hier sage? So, wir haben alle Orden, glaube ich. Einfach jetzt gucken. Genau, wir haben alle Orden. Wir haben unendlich Geld, das haben wir das letzte Mal nämlich auch gemacht. Und was wir vor allem haben, ist die Macht, alles zu übertünchen, was nur so zu übertünchen geht. Können einfach über irgendwelche Gegenden laufen und so weiter. Das Ganze übrigens, falls ihr euch fragt, was ist das für eine Edition, das ist die stinknormale Pokémon Blau Edition. Samt GameShark Code, dass wir nämlich hier einfach so in der Gegend rumlaufen können, wie wir das möchten. Und ja, da sind wir jetzt in einem Biker in der Gegend in die Sicht gelaufen. Achso, Shinx, erinnere mich gerade an was. Ihr könnt auf meinen Discord gehen, und zwar unter discord.me/landificate und dort Erfahrungspunkte sammeln, meine lieben Freunde. Ihr könnt jetzt nämlich, indem ihr im Stream zuschaut, Erfahrungspunkte sammeln und trainieren und die allerbesten sein, wie keiner vor euch war. Daran soll ich euch nochmal erinnern. Ja, kommt einfach auf den coolsten Discord dieser Welt und sammelt Pokémon. So, jetzt sind wir inzwischen schon 61, das ist doch auch schon eine ganz schöne Zahl. Mal schauen, ob wir heute wieder den dreistelligen Bereich schaffen. Das ist Samstagabend, vielleicht sind ja nicht alle von euch Party machen, sondern ein paar auch am Start, um ein bisschen mit uns hier zu chillen. Gucken wir mal. So. Mal das Kabel richten. Ich habe eigentlich extra meine Controller aufgeladen, dass ich dieses Kabelgedöns nicht haben muss, aber irgendwie haben die nicht geladen. Ich weiß nicht warum. Irgendwas stimmt da nicht. Hab auf meinem YouTube-Kanal auch eine Ich als Arena-Leiter-Version gemacht. Mega geile Idee gewesen. Dankeschön erstmal dafür. Cool. Kannst mir nachher mal auf Twitter oder sowas schicken. Dann schaue ich mir das nachher mal an. So, aber wie ihr macht Schwester Joy kaputt mit eurer EXP-Sucht. Ja, Mann. So, warte ich jetzt. Achso, ja, natürlich, ich erinnere mich. Wir können ja hier nur bergab laufen. Das Witzige ist, man kann hier auch ohne Fahrrad läuft man automatisch bergabwärts. Das ist halt irgendwie ganz witzig gemacht. Beziehungsweise ist das ganz witzig, weil man jetzt weiß, wie der Programmiersinn dahinter funktioniert. Also man läuft einfach die ganze Zeit runter. Why, Bro? Ja, Mann, why, Bro? Was geht? Hallo, why, Bro? Warum? Weil wir es können, deswegen. Ich habe dich vor 2 oder 3 Jahren als Arena-Leiter verbaut. Sollte ich dir einfach mal verlinken? Ja, mach mal. Gerne. Vor 2 oder 3 Jahren? Krass. Da gab es Lexil aber noch nicht. Da bin ich mal gespannt. Was ich vor 2, 3 Jahren so viel Pokémon angeblich mal hatte. Wir wollen Kristall Kaizo, Lenny. Oh Gott. Kristall Kaizo. Ja, mal gucken. Eventuell überlege ich mir das ja. Wir haben ja mal. Das ist auch eine ROM-Hack, ne? Ja, mal gucken. Eventuell schauen wir uns das nachher mal an. Ich denke mal, wir werden hier sowieso relativ schnell durch sein. Wir haben halt Mewtwo Level 71. Das sollte die Arena, die Pokémon-Liga eigentlich ganz gut packen. Bin mal gespannt. Liegt das an mir oder halt der Turm bei euch auch so? Halt's bei euch? Bei dir? Oder bei euch? Also ich hoffe, dass jetzt Hallen sag mir mal, was du mit Hallen meinst. So. Ups. Wir dürfen nicht zu weit außerhalb des G-Bereichs gehen, weil sonst geht das Spiel kaputt.
Achso, und wer gestern im Stream dabei gewesen ist, bei dem möchte ich mich noch einmal... Ich habe doch ein Fahrrad, wieso nutze ich das nicht? Wer gestern mit im Stream dabei gewesen ist, bei dem möchte ich mich einmal entschuldigen. Ich habe gestern auf der falschen Bitrate, beziehungsweise auf der falschen Auflösung zu dieser Bitrate gestreamt. Deswegen sah das Spiel gestern relativ scheiße aus. Und ja, deswegen möchte ich mich dafür entschuldigen. Wir haben, ich habe nämlich mein OBS, also das Programm, mit dem ich streame, habe ich irgendwie geupdatet und dadurch haben sich irgendwie einige Einstellungen zurückgesetzt oder sowas. Das ist die einzige Möglichkeit, warum das so sein kann. Und ja, bezüglich dessen habe ich das halt nicht gewusst. Auf einmal, also ich streame ja normalerweise nur auf 720p. Da war es irgendwie gestern auf 1080 und 1080p mit 30 FPS auch noch und dann halt nur auf 3500 Bitrate ist halt nicht so nice. Sieht halt scheiße aus. Ich hoffe, dass es jetzt ein bisschen besser ist. Nicht ganz so verwaschen, so wie letztes Mal. Das war gestern schon echt eklig. Was wollte er hier nochmal von uns eigentlich? Do you know that what I'm doing? Ich habe absolut keine Ahnung, was du hier machst. Ich sprühe Schutz, um Pokémon von meinem Garten fernzuhalten. Digga, hier ist nicht mal hohes Gras. Wo möchtest du hier einem Pokémon begegnen? Ich verstehe dich nicht. Aber hier kommt man hier nicht etwas finden? Nein, anscheinend nicht. Okay. So, wir sind jeden Augenblick in Vertania City und damit dann auch in der Nähe der Pokémon-Liga. Wir haben alle Orden letztes Mal gemacht. Und dadurch, dass ich gerade so viel überspringe, wird das Spiel gleich richtig confused sein. Ich muss mal gleich irgendwo durch ein Haus laufen. Sonst wird das irgendwie... Passt perfekt, alles klar, hört sich gut an. Hackt Lenny. Ja, der Lenny hackt. Der Lenny ist ein kleiner, elender Hacker. Ach so, jemand von euch hatte übrigens das letzte Mal eine ganz, ganz schlaue Idee. Und zwar sind wir hier oben unserem Rivalen begegnet. Ich muss einmal kurz speichern. Und dann ist das Spiel abgestürzt. Und wir haben uns gefragt, woran das liegt. Wir haben gar nicht daran gedacht, dass ja noch überhaupt kein Starter deklariert gewesen ist. Das heißt, wahrscheinlich war das Team einfach defekt von unserem Trainer und deswegen ist das Spiel abgestürzt. Habe ich überhaupt gar nicht dran gedacht, fand ich unfassbar schlau. Deswegen, ja. So, jetzt muss ich einmal kurz den Wallhack hier nämlich ausmaken. Dass wir hier nicht... Oh, das ist ein Steinorden. Na, dann lauf mal durch, Minion. Oh, das ist der Quellorden. Ja, dann mach mal. Quellorden? Hieß der Quell? Ich glaube, ja. So. Oh, diese Musik, ne, die habe ich als Kind sowas von gefeiert. Ich bin, als ich das erste Mal diese Musik gehört habe, bin ich einfach stellenweise hier so stundenlang geblieben und habe mir diese Musik angehört, weil die saugeil ist. Dass es nicht einfach mit Missing You ersetzt wurde, funktioniert nicht dann normalerweise auch. Ja, das habe ich nämlich dann auch gedacht. Ja. Habe ich auch gedacht. Ich habe wirklich überlegt, so, warum wird das dann nicht einfach mit Missing You ersetzt oder warum nicht ein anderes Glitch-Pokémon? Das wäre natürlich richtig interessant gewesen. Es gibt ja unfassbar viele. Es gibt ja neben Missing nur noch etliche andere Glitch-Pokémon. Ich weiß aber die... Ach komm, wir stehen einfach auf ihm drauf. Ich weiß aber leider die ganzen Trigger nicht mehr, wie man die halt bekommt. Muss ich mir mal nochmal die Videos von Missing No Expert, das ist so ein Ami-YouTuber, von dem habe ich mir damals ganz viele Videos angesehen, muss ich mir dann mal angucken. Nochmal, und dann können wir das ja mal vielleicht im Stream oder sowas auch mal, da gibt es dann irgendwie Q und 44H und sowas heißen die alle. Ja, Lenny, ich sage dir, bei Pokémon Kristall Kaizo hat beispielsweise Gary ein Pokémon über Level 100, also viel Spaß. Ey, allein wenn ich schon daran denke, habe ich schon jetzt keinen Bock mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber, ja, mal gucken, vielleicht machen wir das ja mal. Ich werde jetzt sowieso öfter streamen. Und, ja. So, sparen wir uns, könnten wir, oder interessante Frage, können wir uns die Siegestraße sparen? Hier wäre jetzt nämlich der Ausgang. Ist das jetzt hier auch alles so, es sieht... Ja, noch sieht es so aus. Wir wissen ja nicht, ob das jetzt hier nur Geisterstadt ist oder... Nee, aber es sieht, glaube ich, so aus, als hätten wir uns wirklich die ganze Geistergeschichte sparen können. Geistergeschichte? Wie kommen wir jetzt noch auf...
Ich habe gerade eben schon irgendwas von Geistern gesagt. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Die ganze Höhlengeschichte, meine ich. Die ganze Höhlengeschichte hätte man spannen können. So. Wir werden jetzt erstmal von unserer netten Schwester Joy geheilt. Gönn dir Retro Gaming Dodi, der macht auch alles und zwar auf Deutsch mit Glitches. Ach was. Ja, cool. Ja, es gibt ja einige, die sich darauf so spezialisiert haben. Ah ja. Du hast Kaiser in Blau auch geschafft. Ey, ohne Witz, das war ein Wunder. Das war ein absolutes Vollwunder, dass ich das geschafft habe. So, mal eben so easy going, so ein paar 99. Ich kann keine Items mehr tragen. Was habe ich alles dabei? Say what? Okay. Ich wusste gar nicht, dass wir so viele Items haben. Was ist denn HP ab? Was ist HP nochmal? HP plus. Genau. Das weiß ich. War nur ein Test, ob ihr es auch wisst. Pipi ab. Ja, machen wir Psychokinese, das hat irgendwie relativ wenig, glaube ich sogar. So, dann brauchen wir. Was brauchen wir denn zum Beispiel nicht mehr? Hier diese ganzen MSN-Ticket. Haben wir auch so gar nicht gebraucht. Wir sind ohne Ticket auf dem Schiff gewesen, einfach weil wir Kings sind. Das ist ein Old Ember nochmal. Ich kenne die ganzen Dinge jetzt gar nicht mehr. So, wir brauchen auch keinen Top-Schutz. Achso, das hab ich. Ja, da. Danke. Was sehen wir denn noch alles weg? Der ganzen Teer. Ja, gut, wir haben jetzt aber. Ach, guck mal, Eisen können wir zum Beispiel unserem Mewtwo auch nochmal kurz geben. Das kann auch nicht schaden. Halt aber leider immer noch. Was halt denn? Ich verstehe das nicht. Müssen wir mal gleich. Es kann sein, dass ihr mir das gerade eben erklärt habt und ich nicht geschaut habe. So, Verteidigung gestärkt, das ist schon mal ganz gut. Mal immer eben für die Ach, Altbernstein, richtig. Das wollten wir ja auch noch machen. Right! Richtig. Kann mir jemand sagen, warum er das Spiel auf Englisch spielt? Weil ich habe das Spiel nur auf Englisch gefunden. Ich habe das einfach irgendwie schnell runtergeladen und dann war das halt auf Englisch da. Aber sollte eigentlich, also das ist ja eigentlich, man weiß ja hauptsächlich, was gemeint ist. So, wir haben einmal Ditte, dann haben wir, falls es dann vielleicht doch so weit kommen sollte, können wir uns nochmal hier ein paar, ja gut, so viel brauchen wir, ja komm, ja, wir haben ja das Geld, das ist ja eigentlich egal. Beleber, komm, Full Heal, easy going. So, was haben wir denn noch, brauchen wir noch irgendwas? Elixier wäre jetzt cool gewesen, weil ich nicht weiß, ob wir mit den AP klarkommen. Ach, weißt du, was steht da drauf? Wir machen das jetzt einfach erstmal so. Schlimmstenfalls verzweifeln wir. Warte mal, ich muss noch gerade eben kurz gucken, wie viel AP. Das hat nämlich nur 14. Ja, Sternschauer haben wir sonst auch noch. Recover, Barriere. Was haben wir denn noch so an Item, an TMs, die wir ihm geben können? Softboil. Nee. So, Smirko393, Dankeschön für deinen Sub. Sehr nett. Das Geduld, nee, das brauchen wir auch nicht. Geofisur. Kann Mewtwo das? Nee, ich glaube nicht. Das wäre natürlich witzig. Blubstrahl kann es aber. Guck mal, da können wir doch vielleicht sogar ganz gut mit. Machen wir mal hier Barriere weg. Wozu kaufst du Hyperheiler, wenn du Top-Genesung hast? Dann sparen wir uns halt Top. Ich weiß, wir haben halt 9, aber ganz. Ich hab das Geld. Ist doch scheißegal, Alter. Nein, das Ding ist halt, wenn das einfach nur irgendwie jetzt eine Status-Veränderung oder sowas ist, so, dann gibt's halt ein Full Heal. Ansonsten, ja. Ja. Einfach so. Einfach, weil ich's kann. Rage, nee.
Thunderbolt. Kann Mewtwo sogar auch. Wäre vielleicht sogar gar nicht mal so schlecht für Wassertypen und so weiter. Weil gibt's hier Wasser? Ja, doch, es gibt so ein paar, glaube ich, gibt's trotzdem. Gucken wir mal, Recover mache ich mal dafür weg. Lennys Aufnahmequalität passt da halt nichts, okay. Wenn es ansonsten bei dir halt, dann kann es vielleicht, ja, dann liegt es vielleicht an meinen Kopfhörern. Das kann sein. Was hast du denn für welche? Hast du Logitech Kopfhörer? Weil das hatte ich da nämlich auch mal. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe, dass das dann irgendwann weg war. Aber wenn du so ein Headset hast und das Mikro ist vielleicht nebenbei an, du hast halt so ein nebenbei Hördingsbums Kirchen. Wenn du das Mikro einfach mal ausmachst, dann könnte es besser sein. Also, als ob du mit deinem OP Mewtwo noch Hyperheiler brauchst. Ja, nu, falls was passiert, man weiß ja nicht. Leute, es geht mir in dem Spiel auch nicht um Realismus, es geht mir einfach darum, dass ich es kann. Das ist mir halt einfach alles relativ. So, was mich jetzt mal interessiert, ich speichere jetzt hier mal kurz auf dem zweiten Save State ab. Ich mache jetzt mal eben kurz nochmal die Cheats an. Okay, man kann hier nicht rein. Schade. Dann ist da noch kein Durchlass. Gut. Dann würde ich sagen, wir legen einfach mal los. Lorelei! 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 Cheater, ja, ich weiß. So bin ich. Ich höre mit Bose-Kopfhörern das halt trotzdem. Ja, keine Ahnung. Wenn es bei allen anderen geht, dann. Es tut mir leid, das halt so sagen zu müssen. Dann bin ich einfach ein bisschen erleichtert, dass es halt nicht an mir liegt. So, 114 Leute sind wir. Das ist natürlich großartig. Wunderbar. Das freut mich doch. Übrigens für die Leute, die sich gerade fragen, ich schätze mal, ich werde diesen Stream übrigens auch wieder dann auf meinem Danificate Live 2 Kanal hochladen. Ja. Und dann könnt ihr euch das Ganze dann da nochmal ansehen. Da ist der Critical Hit. Da ist der Critical Hit. Wie kannst du es wagen, mit Cheats zu spielen? Ja, das Ding ist, das ist ja Ziel des Ganzen. Wir wollen ja hier über die Grenzen hinausgehen und gucken, was passiert, wenn man das Spiel spielt, ohne einen Starter in der Tasche zu haben. Wir haben angefangen damit, ohne Pokémon in die Welt zu reisen, haben ein paar Glitches ausprobiert, haben so ein bisschen... Ja, und einfach mal... Slowbro, Whybro. Ah, ohne Witz, ich muss auf jeden Fall mal... Pokémon Gelb spielen. Ich habe tatsächlich Pokémon Gelb noch nie durchgespielt. Ich habe es immer mal so ein bisschen angezockt bei irgendwelchen Freunden, aber ich hatte Pokémon Gelb selber auch nie. Und das Erste, was ich mache, ist, ich hole mir einen Lamus. So, meine liebe Jinx. Ich glaube, Thunderbolt wird bei dir nicht sehr effektiv sein, aber es reicht vielleicht trotzdem beinahe. Na, guck mal, Buddy Slam, Alter. Was willst du? Das ist doch easy. Ah, ich rede so viel. Ich bin so gut drauf. So, habe dich auf Twitter angetwittert wegen meinem Arena-Leiter-Video. Ich weiß leider nicht, wie man direkt Nachrichten schickt. Ja, die habe ich bei mir auch ausgestellt. Beziehungsweise kann man mir die nur schicken, wenn ich jemandem folge. Aber ich sehe das. Ich sehe das auf jeden Fall und werde dann mir das mal ansehen. Der Sound von Donald Bits in Gen 1 ist so episch, das stimmt. Das ist so eine richtige Wucht einfach. So, das bollert einfach so richtig krass. Ja, Mensch, das war ja, warum war das so einfach? Sind ja schlecht. Hier in der... Ach, ich hab den Waller gar nicht mehr an, alles klar. Weiter geht's! Mit dem Bruno! Je suis der Bruno! Ich bin der Bruno! Mit anderen Worten, Lenny hat Professor Eich gedisst. Ja, ich kenne Professor Eich noch gar nicht. Beziehungsweise ich kenne Professor Eich ja sowieso hier in dem Spiel seit meiner Kindheit. Aber ich habe ihn einfach gekonnt ignoriert, als wäre er einfach nothing. Was ich natürlich hätte machen können, ist eventuell Mewtwo noch eine Eisattacke beizubringen. Das habe ich natürlich jetzt nicht getan. Aber hey... Wird schon.
Als ich zum ersten Mal Pokémon Gelb gespielt habe, kam einfach schon Pokémon Schwarz raus, aber aus irgendeinem Grund habe ich mir einen gebrauchten Game Boy Color geholt und es hat sich gelohnt. Ja, ist auch voll cool, ohne Scheiß. Ich muss mal gucken, wo meiner ist, also mein Game Boy Color. Dann muss ich da auch mal wieder ein paar alte Spiele durchspielen. Das habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht. Ich hebe mir mal Psychokinese ein bisschen auf. Thunderbolt! Blubstrahl, zweimal Psychokinese, Blubstrahl, nochmal Psychokinese für Bruno. Ja, mal gucken, ob ich. Ja, ich komme auch so ganz gut zurecht. I come so very good clear. Ich hatte mir Gelb auf dem 3DS gekauft. Ja, ich habe leider den Fehler gemacht, ich habe mir Blau geholt. Oder ja, was heißt ein Fehler? Ja, das war überhaupt kein Fehler. Aber jetzt, wo ich so darüber nachdenke, ich hätte mir auch Gelb holen können. So, Maschoka, komm. Very effective. La 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 la. Kann sein, dass das Game beim Champ wieder crasht. Das kann wirklich sein. Huch! Mein Avast heult rum. Das kann wirklich sein. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Gerade eben noch drüber geredet. Das wäre natürlich richtig sad eigentlich. Aber dann wissen wir, dass es nicht gibt. Wäre schade drum, aber dann wäre es halt leider so. Die liebe Agatha. Was hat die denn so für uns? Ich bin mal gespannt, ob das Spiel aber dann vielleicht das Ausbild mit Missing You auszugleichen. Das wäre natürlich cool. Gengar! Ja, was ist denn noch mit. Da war das. War Donner? Nee, ich hab keine Ahnung. Ah, nee, das war. Ja, natürlich direkt wieder Scheiße gemacht hier. Super. Die ganzen Strahldingenskirche, die funktionieren alle nicht, ne? Das war Psychokinese. Ah, ich weiß immer nicht, wie das nochmal war. Also, Psycho war auf Geist nicht sehr effektiv. Gengar ist Geist und Gift. Also, auf Gift nochmal sehr effektiv. Ah, das sind. Ich hasse dieses ganze Wechseltyp-Kacke. Gengar war in Generation 1 noch schwach. Ja. Ich glaube tatsächlich, ja. Lass mich in Ruhe. Bitte. Es geht da. Ja, Gengar hat uns ganz schön geschafft. Von wegen schwach. Nein, es war wirklich nicht so stark wie in anderen Gens, das stimmt schon. Hast du mal Bock auf Competitive zu spielen? Ja, das Problem ist, das sage ich irgendwie immer wieder, ich bin einfach zu schlecht. Ich habe wirklich von Competitive überhaupt gar keine Ahnung. Psyche ist sehr effektiv wegen Gift. Psyche ist sehr effektiv auf Gift, okay. Gift ist so ein Typ, den habe ich überhaupt gar nicht auf dem Schirm. Also so wirklich null. Das ist so wie Fee. Der existiert für mich stellenweise einfach gar nicht. Und ich finde auch, ohne Witz, warum ist Gengar Gift? So bei Nebula kann ich es verstehen, vielleicht, so weil da halt immer so eine Gaswolke ist. Apollo, okay, aber ich weiß nicht. Irgendwie kapiere ich das trotzdem alles nicht. Der Typ Fee ist auch der größte Fail überhaupt. Ja. Zumindest, also die Idee, Balancing reinzubringen, war in Ordnung. Was aber ein bisschen Fail ist, ist, dass es halt Typ Fee sein muss. Ich finde, die hätten was anderes machen können. Weil es einfach nicht glaubwürdig ist, dass halt Drachentypen irgendwie
irgendwie geschwächt, also eine Schwäche gegenüber Feentypen haben sollen, weil ich weiß, irgendwie verstehe ich das einfach nicht. Ich weiß ja nicht. So, Leute. It's gonna be serious. Hier hat man einfach, als man das zum ersten Mal gespielt hat, gedacht so, okay, das ist eindeutig der letzte. Dann hat man gegen diese 100 Dragorans einfach gefight und denkt sich so, boah, ich bin so am Arsch, ey, aber zum Glück habe ich es endlich geschafft, ich bin endlich Champion. Und dann, ne, nix ist. Da ist noch einer, gegen den du kämpfen musst. Und das, boah, das war echt am allerekelhaftesten. Typ Licht wäre geil. Über Licht habe ich auch schon nachgedacht, weil Licht hatte halt irgendwie so ein bisschen was mit, das wäre einfach so ein Element, was es halt so noch nicht gibt als Pokémon-Typ. Und deswegen, yo, Alternis D1M, Alternis Dim D1M. Dankeschön für deinen Sub. Sehr nett. Licht wäre halt wirklich ein geiler Typ, mit anderen Worten, um es kurz und klar zu halten. Zumal halt als Gegenstück zu Unlicht. Das wäre natürlich cool, wenn Licht dann auch noch sehr effektiv gegen Unlicht wäre, weil es Licht ins Dunkle bringt. Haha. Nein, aber ihr wisst, was ich meine. Ich fände das cool. So, was machen wir denn mal? Minion. Der Wassertyp, der macht dir jetzt ein bisschen RIP ohne Speichern. Ja, okay, hätte ich jetzt halt viel echt machen müssen. Ach, selbst wenn wir es verkacken wir es halt. Wenn wir Geld verlieren, interessiert uns sowieso nicht. Und ja, ihr wisst, was ich meine. Ich baller hier einfach immer irgendwie so den A-Knopf durch, wenn ich gerade so am. Wenn ich den A-Knopf halt so durch. Wenn ich halt so am Reden bin, dann drücke ich halt einfach immer A und so, ja, mach mal. Cheat ist hier halt ein neues, ja. Easy. Ach komm, das bisschen jetzt. Das hättest du mir doch wohl noch lassen können. Drachenwut. 40 KP. Balukstaral. Wäre Typ Licht nicht zwischen Feuer und Elektro? Na gut, letzten Endes musst du halt sagen, es gibt, glaube ich, an Typen nichts mehr, was es nicht gibt. Da ist alles schon relativ gut abgedingenst. Aber, was halt, trotz alledem eigentlich gar nicht mal so schlimm ist. Weil ich meine, du hast halt auch Gestein und Boden ist für mich auch was unglaublich unnötig und für mich auch einfach gleich ist. Elektro ist. Ach, das ist ja Drache, nicht Flug. Ich denke immer, es ist Flug. Ich denke immer Drache und Flug. Es ist immer Drache und ich glaube nur Drache oder so ein Scheiß. Da. Pflanze und Käfer, auch so ein Fall. Ist auch alles dasselbe einfach. Denkst du dir auch so, ja, braucht doch, warum eine Unterteilung in beides? Boah, ich hab noch nie so einfach gegen Siegfried gewonnen. Wenn du competitive spielen willst, nimm einfach Lando T und Magiana mit, dann passt das schon. Lando T? Was ist Lando T? Hey, das geht ab, wir haben die Partnerschaft, ja Mann. Das ist eigentlich echt voll die Hymne. Müssen wir eigentlich echt mal machen. Ich finde es schade, dass der Gag zu Mewtwo im Deutsch mit Mewtwo voll kaputt gemacht wurde. Das ist allerdings richtig. Vor allem, man hätte es vielleicht sogar umbenennen können. Mewduo oder so. Ja, wobei es hört sich scheiße an. Das ist Mew 2. Mew. Weiß ich nicht. Oh, ich vergesse immer, hey, ich bin's Penis. Ich vergesse immer, dass man davor speichern muss und das ist aber auch echt evil, oder? Also hier war Nintendo echt eine richtige Missgeburt. Du hattest ohnehin gegen Garados und gegen Aerodactyl und Dagoran schon schwer genug zu kämpfen, wäre jetzt nicht, okay. Aber so dann denkst du dir so, okay, eins noch, ich gehe jetzt einfach rein, dann speichere ich und dann probiere ich es. Und dann wirst du einfach da so durchgeleitet und du denkst dir, what? Das ist schon echt evil. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das Spiel abstürzt oder ob es irgendwie doch funktioniert. Laber mich nicht voll. La 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 la
Dann hat auch Polygon 2 gemacht, dann geht auch Mew 2. Ja, stimmt. Oh, es funktioniert! Zumindest bis jetzt. Ich bin so gespannt, was jetzt kommt, ne? So. Oh, die Musik war einfach geil. Schätze, er wird Glurak haben, meinst du? Was meint ihr? Was wird er haben? Hat er einen der Starter? Hat er Missing No? Oder hat er vielleicht sogar was ganz anderes? Und dann, daraus mache ich eine Creepypasta, schwöre ich euch. Wenn er etwas komplett anderes hat, irgendwie ein Pokémon, das irgendwie auf irgendwas hindeuten könnte, dann mache ich dafür eine Creepypasta oder einen Mythos. Nein, ich will nicht confused sein. Nein, ich will das nicht. Hör auf. Und die Misko natürlich Recover. Okay, aber Mew. Boah, Mew wäre natürlich ein richtiger Plot-Twist jetzt. Aber ich werde jetzt einmal das gleiche machen, was er hier macht, denn das wird mir langsam ein bisschen zu brenzlig. Vielleicht macht er jetzt nochmal Recover, das wäre mir egal. Recover, ja. Oder er hat auch Mewtwo. Boah, das wäre natürlich unfassbar geil. Boah, aber stell dir mal vor, er hat einfach wirklich Mew. Das wäre... Letzten Endes ist Mew ja auch ein Bug in dem Spiel, weil es in dem Spiel vorhanden ist, aber es nicht in die Story implementiert wurde. Demnach ist das gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass das passiert, weil es ist ja hier mit drin. Und wenn es sich einfach an irgendwas bedient und es kommt Mew raus, boah, dann lache ich. Warum macht er denn... Warum? Weißt du, was ich jetzt mache, mein Junge? Ich hoffe, du wirst jetzt paralysiert. Ich bin jetzt erstmal nicht mehr verwirrt, das ist schon mal ganz gut. Kann mir jemand erklären, was Lenny dort versucht? Ich spiel... Ey! What, mate? Ich versuche, das Spiel durchzuspielen ohne Starter-Pokémon. Wir haben angefangen mit ohne Pokémon. Digga, wen willst du hier... Ich muss jetzt richtig aufpassen, was ich sage. Ich bin jetzt Twitch-Partner. Etzala! So. Irgendwann gehen die doch die AP aus. Ja, ich hoffe es mal. Mir allerdings auch. Das ist viel schlimmer. So. Das hier zum Beispiel geht schon gar nicht mehr. Neunmal Psychokinese. Buchstaben. Bastjo. Ich möchte erneut anmerken, dass Licht mit zu Typ Steige. Hä? Es gibt. Hä? Gibt es Licht? Das wäre jetzt echt ein Plot-Twist in meinem Leben. Was mache ich? Warum mache ich Psychokinese? Ich wollte eigentlich Dinges einsetzen. Sterndinges. Ja, komm, nerv nicht. Das ist halt eine so dieser super unnötigen Attacken. Die sind so schlecht. In der ersten Gen hatten Gegner doch keinen AP-Verbrauch. Doch, hatten sie. Ich habe das ein einziges Mal. Das war sogar bei Dragoran, glaube ich, habe ich das miterlebt. Licht zu steil wegen Lichtkanone? Ja, stimmt, das wäre natürlich... Ja, aber... Also, irgendwie bin ich jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Was meint Sanctia? Merkt man an Attacken wie Lichtkanone oder Spiegelsalbe? Ja, okay. Ja. Ich überlege jetzt aber gerade mal, wenn man... Ich meine, ja, nur weil es halt, ja, aber inwiefern sollte Licht zu Stahl gehören? Warum? Warum? Ein neuer Fall für Galileo Mystery. So, ich hoffe, dass ich das Viech jetzt hier one-hitte. Meine Hände schwitzen. Oh Mann, wenn es falsch ist, umso besser. Ja, es darf halt Pokémon ja kein... So, warum? Er hat Glurak! Er hat wirklich Glurak! Ich weiß nicht, wer es war, aber er hat's. Hier, Crowley DX hat's beschworen. Warum hat er Glurak? Ist das random einfach jetzt gepickt oder. Gehen Leute davon aus, dass man. Ja, die Spieler nehmen wahrscheinlich sowieso Bisasam? Oder ist das. Alter, ich bin echt flashed. Bin wirklich flashed.
Lenny, wie findest du das Arena-Update von Pokémon Go? Ich habe tatsächlich mir noch gar nicht die Zeit genommen, mir das anzugucken. Ich meine, das ist immer so witzig, dass so, wenn die halt so schauen, so alle schauen halt immer so nach links, er schaut nach unten, aber niemand schaut sich irgendwie anders, aber alle reden miteinander. Ich habe mir das noch gar nicht näher angesehen. Ich muss das auf jeden Fall. Wir haben also mit M. Könnte ein Glitch-Pokémon sein. Mit M haben wir unser Abenteuer gestartet. Penis, ich bin sehr enttäuscht von dir. Verstehst du überhaupt, was es heißt zu verlieren? Ey, ich finde das so interessant, sowas einfach mal mitzuerleben. Dann auch mit euch gemeinsam hier, ist voll nice. M gleich Mewtwo. Ja, stimmt, das passt natürlich. So, 132 Leute sind wir am Start. Nice. La, la, la. The Floor ist Lava. The Floor ist Hall of Fame in so Dingenskirchen. Ganz ehrlich, dieser Raum ist die Hall of Fame. Die Hall of Fame. Hier werden Leute eingetragen, die Pokémon-Liga geschafft haben und die jetzt der neue Champion sind. Hier wird das ganze Team verewigt bis in die Ewigkeit. Und es ist ein kahl gefliester Raum mit einem Computer und einem Schreibtisch. Wow. Wow. Da darf man ruhig mal klatschen. So, Sassi93, Dankeschön für deinen Sub. Sassi93. Vielen lieben Dank. Ah, diese Musik, Alter. Wer hat schon den ersten Hall of Fame-Eintrag mit einem Mewtwo? Das gibt doch ja nicht. Die Ruhmeshalle sah in späteren Editionen aber auch spektakulärer aus. Ja, ja, da schon, aber warum halt nicht hier? So, ich meine sogar in dem allerersten Raum, wenn du von Vertania City aus in dieses zum Indigo Plateau gehst, selbst da ist ein Teppich! Selbst da! Und du musst nur einen Ordner haben, um durch diesen Raum zu gehen. Weißt du, wer Sassi93 ist, du Vogel? Ja, ich hatte so eine Vorahnung, aber ich wollte jetzt hier keine Mutmaßungen aufstellen. So, Leute. Ja, wir haben es geschafft. Hey! Bin ich mal echt gespannt, wie das Ganze aussehen wird, wenn wir uns gleich einen Starter-Pokémon holen. Es hat das Spiel ja gerade in-game gespeichert, ne? Weil ich hoffe nämlich, dass wir gleich hier diese... Dass wir nämlich gleich wenn das Spiel von vorne anfängt, dass er dann den Speicherstand hat. Vielleicht ist denen das Geld ausgegangen und mussten am Teppich sparen. Ja, möglich, möglich. Nein, ich finde aber mal wirklich, man hätte halt alleine schon für die erste Gen, also auch wenn es die erste Gen gewesen ist, hätte man wirklich ein bisschen mehr draus machen können. Aber gut, sollte gespeichert sein. Ja, das ist eigentlich immer so. Ist Sassi93, Saskia und 1993 geboren? Ja, ich schätze dann mal schon. Kannst du ja mal zum Spaß raten, welcher Schatten der Pokémon da vorbeizieht? Okay. Hallo? Schatten? Schatten! We need more shadows in this. Oh, das habe ich nicht hingeguckt. Das war Pikachu. Oh, war es ein Pikachu? Ah, the Ende. Yeah. Hallo. Ah, geht da. Ja, Freunde. Je suis gespannt. Parasek. Ah, okay. Parasek war's. Und es geht weiter. Mit 2 Pokémon, 8 Orden. Wir sind in Alabasht, ja? Ich speichere jetzt mal auf den dritten Save-State.
Und dann jetzt geht ein neuer Sub rein. Siaulitz. Dankeschön. Danke vielmals, Siaulitz. So, man merke, wir haben kein Pokédex, wir haben ein Mewtwo und ein Nocturne. Wir haben womöglich hier immer noch drei Pokébälle. Selbstverständlich haben wir immer noch drei Pokébälle. Mal gucken, was Gary jetzt sagt. Yo, Opa ist nicht am Start. Was wird jetzt passieren? Wahrscheinlich, ja gut, es wird halt wahrscheinlich einfach sein, dass er uns sagt so, yo, hier, neue Dings. Es ist großartig, ja, wir sind bereits Champion, haben bereits Mewtwo, haben alle 8 Orden, aber hey, es ist gefährlich, ins hohe Gras zu gehen, ohne Pokémon. Das gilt auch für Champions. Ja, Freunde, was wollten wir denn jetzt noch alles machen? Wir wollten das Fossil noch lösen. Wir wollten so vieles noch machen, glaube ich. Wo sind die ganzen Leute, die beim ersten Mal mit dabei gewesen sind, als wir das hier gespielt haben? Heißt die Stadt im Islam eigentlich Alabastia? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Das ist nicht unwahrscheinlich, meine ich. Caputo oder Kabuto? Kabuto mit B, wie Bertha. Ich will hier raus. Hey, geh doch nicht weg. Ja, das ist schon Schnuff. Ja, Deutsch. Wir haben das letzte Mal schon probiert, ne? Wenn man einfach gehen wollte. Upsa. Cheatlist, Wallhack. Ja, das ging irgendwie nicht. Nein! Sad. Okay, aber ist im Endeffekt gar nicht mal so schlimm. Ich habe nämlich sowieso gerade überlegt, dass wir trotzdem erstmal ohne Starter-Pokémon bleiben, weil ich möchte nämlich gucken, was man noch alles triggern könnte eventuell, wenn man ohne Starter-Pokémon in der Region ist. Weil vom Starter-Pokémon ja eigentlich noch irgendwas abhängig sein müsste. Wir haben den Rivalen, wir haben den Champion, wir haben... Was ist denn noch vom... Alter, in der Webcam sieht es aus, als hätte ich vor die Wurstfinger. Was gibt's denn noch alles, was man... Man könnte die Entwickler triggern. Wenn er wieder Sahne nimmt, nimmt er Egloman, ne? Jetzt überlege ich natürlich, wenn für das Spiel jetzt schon feststeht, dass er Glurak hatte und wir jetzt aber Glumanda nehmen und er dann am Ende ein Turtok haben müsste, wird dann das Glurak durch Turtok ersetzt oder wird vielleicht ein 7. Pokémon in dieses Team kommen, was ich nicht glaube, weil das eigentlich unmöglich ist. Aber wäre natürlich auch irgendwie eine lustige Dingens. Bis wann läuft der Stream heute? Der Stream läuft heute bis, weiß ich nicht. Gucken wir mal. Kannst ja auch Spaß, Professor Eich battlen. Ja, wie geht das? Kann ich mal, hat jemand von euch irgendwie eine Anleitung, wie das geht? Dann mache ich das. Wieso mache ich das? Achso, weil ich keine Dingens habe. Ich erinnere mich. Gibt's dafür, also ist das ein wirklich funktionierender Glitch oder war das irgendwie nur mal ein Troll von irgendwem? Würde mich jetzt mal interessen. Oh, Tentox hatte so den übelst geilen Sprite in dieser Edition. Ich feiere das immer noch. Please Missingno. Wenigstens zum Schluss des Streams. Perfekter Abschluss des Streams. Wir könnten uns natürlich auch Missing nur fangen und gucken, was man damit so machen könnte. Wenn man dann noch eins auf Level 0 fangen, dann crasht man das ganze Spiel bis zum Ende. Es gibt ja quasi gutartige Missing nur und es gibt bösartige Missing nur. Und die bösartigen sollen die auf Level 0 sein und die gutartigen ist alles über 0. Bin natürlich mal gespannt. Ich weiß noch... Wieso fehlt hier meine Ecke? Das ist voll witzig. Ich weiß noch, wie ich damals das erste Mal diesen Missingno-Trick gemacht habe und völlig verwundert war, dass ich einen Enthorn auf Level 230 hatte. Dann habe ich sie irgendwie gelevelt ab und es war Level 100 oder sowas. Was, Level 100? Ich weiß nicht mehr genau, auf welchem Level es war.
Aber ja, das war es auf jeden Fall. Story of my life. Das ist ein Glitch, der funktioniert so ähnlich wie der Mew-Glitch. Okay. Zu Out gibt es sogar eine Wiki-Seite. Sollte also funktionieren. Das wäre natürlich auch mal witzig. Hast du schon den zweiten Rivalenkampf getriggert? Nee, noch nicht. Ja, wir bringen die Musik durcheinander. So. Was wollte ich jetzt? Achso, ich wollte nochmal in die Richtung so hier so Fuxana City und sowas, dass wir nochmal ein bisschen zentraler sind. Ich überlege beinahe, ob wir uns vielleicht mal ein Flug-Pokémon anschaffen, dass wir nicht mal rumlaufen müssen. Beweisbar, dass Buried Alive nicht existiert. Ja, Buried Alive soll ja in der Pokémon Grün Edition gewesen sein. In der Beta und nicht in jedem willkürlichen Spiel. Aber ich habe es auch mal in der Grün ausprobiert, hat auch nicht funktioniert. Professor Eich soll ja, glaube ich, ein feststehendes Team für einen Kampf haben. Ja, dann könnten wir eigentlich mal gucken, eigentlich mal checken. Müsste ich doch mal gleich eben gucken, wie wir das triggern können. Entweder hat jemand von euch die Lösung parat. Also wenn es so ähnlich ist wie der Mew-Glitch, dann bräuchten wir auf jeden Fall ein Pokémon mit Fliegen oder Teleport. Ich überlege gerade, Safari-Zone gibt es glaube ich nicht zu holen. Buried Alive ist fake, hab alles ausprobiert, genauso fake wie Pokémon 731 und alles für Creepypastas gemachte Fake-Videos. Ja, das stimmt wohl. Aber damals habe ich das halt wirklich geglaubt, als ich jetzt noch nichts wusste von irgendwie Creepypastas oder sowas. Das war mir kein Begriff. Dann habe ich euch erzählt, das wäre wirklich so. Wahrscheinlich denken das die meisten Leute durch mich, ich bin jetzt mal so eingebildet. Gibt eigentlich hier irgendwas? Boah, hier war ich auch noch nie in meinem Leben. Ich war mal kurz zwischen. Wie weit kann man hier gehen? Gibt's hier... Okay, tot. Dort. Nix. Nada, niente. In den Lavanya-Turm ohne Silscope. Ja, da kommt halt der Geist immer, ne? Das ist ja kein Dingens. Das ist ja kein richtiger... kein Glitch. Ist ja eigentlich Standard. Stand da hinten ein Vogel. Wo? Ein Vogel? Wo? Kann sein. Vielleicht irgendwelche Sprites, die hier in der Gegend rumflattern, weil ich wieder irgendwelche Abschnitte überspringe. Zu Pokémon Sprites gibt es Pokémon Sprite. Aha. Da, girl. Lenny, spiel bitte grün und mach das mit dem Buried Alive Glitch. Ja, dann muss ich mich ja erst hinarbeiten und so weiter. Und das funktioniert eh nicht. Das wird womöglich eh nicht funktionieren. Der Vogel ist... Was? Der Vogel ist links oben im Bildschirm? Wo? Ich sehe keinen Vogel. Vielleicht stehe ich gerade auch richtig auf dem Schlauch und weiß einfach nicht, was ihr von mir möchtet. Wie so häufig. Hallo. Ah, ich laufe einfach drüber. Urania City gibt's. Huch. Achso. Alles gut. Gibt's in Urania City irgendwas, was man starterbasierend machen müsste, könnte, machen dürfte oder nicht machen dürfte? Nee, gerade. Nee, eigentlich auch nicht. Du bist der Vogel, was? Ich bin der Vogel?
Was möchte hier denn von mir? Ach, der Vogel sitzt oben. Oh, oben links im Bild. Oh Gott. Bin ich eine Pflaume, Alter. Ich hab die ganze Zeit an so einen Vogelsprite gedacht. So von Flug-Pokémon und so weiter. Apropos Flug-Pokémon. Wir brauchen jetzt mal allmählich ein... Huch! Achso, ja. Die Sprites spielen wieder verrückt. Ah, ich bin eine Pfeife, tut mir leid. Mensch, das war ja einfach. Ich habe auch von einem Vogelsprite geredet. Gut, dann war ich wenigstens richtig. Und ihr wart falsch. Ihr wart falsch. Eine Vogelpfeife. Ja, ich bin eine Vogelpfeife. Boah, mir ist so warm. Ich muss mal gerade ein Fenster aufmachen. Während mein Mewtwo hier einen Pokémon nach dem anderen besiegt. Denn ich versuche ein paar Zuschauer zu finden, die sich mit ROMs erstellen auskennen und dann ein Pokémon-ROM mit allen Mythen erstellen. Das wäre mal was anderes. Ja, prinzipiell ist das ja, glaube ich, gar nicht mal so schwer. Also wird sich da schon jemand finden müssen. Wie lange machst du heute? Keine Ahnung. Wir machen einfach so lange, wie wir erstmal Bock haben. Was ist Mist? Mist? Du lernst kein Mist. Du lernst nur gute Dinge. Was ist denn Mist nochmal? Ich weiß das. Mist. So ein Mist. Allein schon wegen dem Namen müsste ich es ihm eigentlich erlernen lassen. Was ist Mist nochmal? Leute, helf mir mal gerade eben. Was ist Mist? Warum streamst du heute? Ich dachte immer montags. Ja, ich stream jetzt aber auch öfters, weil ich jetzt Twitch-Partner bin und ab und zu mal so ein bisschen Dingensen will. Weiß nicht. Achso. Ihr seid euch ja auch alle eigentlich einer. Eisnebel, Nebel, Schlammbad, oder? Weißnebel, Dunkelnebel. Okay. Ist aber. Warum sagt mir die Attacke Weißnebel gerade gar nichts? Pokewiki klärt. Ja, Mann, beste Seite. Weißnebel. Das ist glaube ich, aber nur eine defensive Attacke, ne? Ja, komm, scheiße. Wir haben keinen Mist gelernt. Ja, wir sind aber. Also ganz ehrlich, wir sind so OP mit unserem Mewtwo, denn wir brauchen nichts weiteres zu lernen. Ach ja, genau, irgendwie sowas war da, ja, irgendwie etwas Defensives, was ich eh nie einsetzen würde. Nie. Da, ich lauf einfach hier rum und bin auch ziemlich dumm. Lenny kann dich leider nicht mit Sub oder Donation unterstützen, hab kein PayPal, das ist halb so schlimm. Das erwarte ich von niemandem. Ach stimmt, Subs gehen auch über PayPal, ne? Das hab ich auch vergessen. So, da muss aber mindestens ein Laster zerstört werden oder ein Herz für Laster auftauchen. Der Laster wird einfach zerstört. Und im selben Moment taucht einfach so ein Herz auf. Ach so, übrigens, was ich noch sagen wollte. Jetzt, wo wir gerade 138 Leute sind. Ich werde in Zukunft öfter mal die Jungs von Nerdstar hosten. Das sind ganz, ganz nette, coole Jungs. Die machen so jeden Tag halt so eine wirklich richtig krasse, aufwendige. Oh, das habe ich ja ganz vergessen. Das gibt's ja auch noch. Da waren wir auch noch nicht. Jetzt bin ich mal gespannt, was er jetzt hat für ein Pokémon. Oder ob es wieder abbricht.
Stimmt, das haben wir auch noch nicht gemacht. Jedenfalls, Nerdstar, einfach mal merken oder vielleicht einfach mal, es funktioniert. Oder einfach mal öfter bei mir dann vorbeischauen, wenn ich dann mal hosten sollte. Ich sollte die mal Auto hosten. Ich glaube, ich habe die vorhin nur so gehostet, aber die waren, glaube ich, gar nicht online. Sind Jungs aus meiner Umgebung, aus Bielefeld, die haben sich jetzt selbstständig gemacht und die streamen jetzt Vollzeit. Also jeden Tag, fettes Programm, alles was mit Nerds, Kultur und sowas zu tun hat, müsst ihr euch unbedingt mal ansehen. Sind saucoole Jungs, machen wirklich einen großartigen Job und das lege ich euch einfach mal, ich war immer noch nicht im Pokémon Center, und das lege ich euch einfach mal ganz wärmstens ans Herz. Und ja. Was hast du eigentlich vor, bin seit 3 Minuten erst da? Dann hast du das Schönste eigentlich leider gerade eben schon verpasst. Das ist natürlich ein bisschen schade. Wir haben jetzt gerade eben ohne Starter-Pokémon die Pokémon-Liga gemacht. Und sind gerade dabei, Gary zu bekämpfen, beziehungsweise unseren Rivalen namens Penis. Und es ist aber für unseren Rivalen noch kein Starter-Pokémon festgelegt, weil wir auch kein Starter-Pokémon haben. Deswegen sind wir gespannt, was jetzt passiert gleich, wenn der Starter-Pokémon eigentlich einsetzen sollte. Gerade eben hatten wir den Fall, dass einfach ein Glurak aufgetaucht ist. Mal gucken, ob es jetzt Glutexo ist oder so. Es ist ein Glumanda. Okay. Schade, kein Missing Nose. Ich hätte ja gerne gegen irgendwas Glitschiges gekämpft, gegen so einen Fisch oder so. Gegen Kaffador. Das wäre natürlich auch nice gewesen. Aber ja. Stimmt, ist Carpador eigentlich auch ein Glitch-Pokémon? Fragen über Fragen, wer weiß es. Ich weiß es nicht. Jedenfalls. Wo war ich gerade stehen geblieben? Ich weiß es nicht. Irgendwas habe ich. Ich war gerade irgendwie sofort im Erzählfluss, dann wurde ich von irgendwas unterbrochen. Ah ja, genau, Nerdstar, einfach mal reingucken. Ansonsten einfach mal auf twitch.tv/nerdstar.tv halt irgendwann mal gehen, wenn die mal online sein sollten. Einfach mal reingucken, einfach mal einen lieben Gruß von mir dalassen und die Jungs unterstützen. Ey, warum mache ich jetzt eigentlich dieses Nee, die mache ich jetzt nicht. Mach mal bitte den Mew-Glitch. Ja, das Ding ist, wenn ich jetzt gleich den Mew-Glitch mache und ich dann aber gleich den Professor Eich-Glitch machen möchte, dann glaube ich, wenn ich mir dann jetzt gleich irgendwas vorwegnehme. Obwohl, nee, ich kämpfe ja gar nicht gegen ihn. Dann geht das ja öfters. Ja, das können wir mal gleich machen. Ich muss mir auf jeden Fall gleich erstmal irgendwas mit Fliegen oder Teleport kaufen, hätte ich beinahe gesagt. Fang. Schaust du One Piece? Nein. Leider nicht. Lenny, wie schickt man dir die Y-Bro-Memes? Hab eins gemacht. Einfach auf Twitter oder auf Instagram oder so. Mein ganzes Instagram so und mein ganzes Twitter ist voll mit Y-Bro. Finde ich, das ist sau nice. Ich find's einfach richtig cool. Auf Ninegag ist es ja irgendwie auch schon gelandet. Ja, wenn wir jetzt ein Bild... bei Bill waren wir ja schon. Das hat uns auch nichts gebracht. TM45. AK45. Nein. Ja, ich glaube, ansonsten gibt es nichts Großartiges mehr, was jetzt so starterbasierend ist, oder? Vergiss aber Speicher nicht, da mein gutes Timing braucht. Ja, das weiß ich, ja. Das stimmt. Habe ich mir eigentlich von Bälle... Ich wollte mir eigentlich Bälle kaufen. Ja. Einen Superball. Und einen Hyperball. Ja. Nein. Warte mal. Wir machen jetzt mal Folgendes. Ich gehe jetzt hier erstmal runter. Mach da mal kurz den Warlock aus. Dann gehe ich jetzt mal kurz ins Pokémon Center. Dann werde ich einmal dafür sorgen, dass wir an eine Abra oder sowas kommen. Ich muss jetzt sowieso mal einmal ins Pokémon Center. Was? Kein Masterball? Ja, den haben wir ja schon gebraucht für Mewtwo. Di du di 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 du da. Du da di dai di du de. Was ist das Ziel des Streams? Also abgesehen von der Tatsache, dass es erstens im
Titel steht. Zweitens, ich meine Twitch-Partnerschaft heute feiere. Braucht ein Stream jetzt einen näheren Sinn? Ich streame halt. Also, der Stream bei mir macht dann nicht nur Montag Sinn, so im Allgemeinen. Stream ist halt einfach immer nur zur Unterhaltung da. Für manche sind sie immer unnötig. Aber ja, was wollte ich? Ich wollte noch ein paar Bälle kaufen, weil ich nicht glaube, dass wir jetzt mit einem Ball direkt Abra fangen, auch wenn ja gut Hüberball. Ach, keine Ahnung. Ich mache jetzt einfach, ich habe ja Geld. So, easy going. Ups. Ich sollte nicht auf den Chat gucken, während ich laufe. So, spannend, ob wir jetzt hier einen Abra treffen. Oder wann wir einen Abra treffen. Wann kommt wieder unlogische Dinge? Warte schon seit 2 bis 3 Jahren auf den 8. Teil. Ja, ich auch. Nein, ups, eine Maus ist im Bild. Ja, mal gucken. Also ich habe halt, wie gesagt, meine einzige Hoffnung besteht an unlogischen Dingen in Pokémon Schwarz und Weiß. Aber dafür müsste ich mich überwinden, Pokémon Schwarz und Weiß zu spielen. Und irgendwie kam mir das noch nicht so. Seit wann machen Streams hier Sinn? Ich dachte, die sind nur zur Unterhaltung da. Richtig. Richtig. Das sag ich ja die ganze Zeit. Aber kann das eigentlich wirklich jetzt for real sein, dass hier kein Pokémon auftaucht? Pass mal auf, wir machen jetzt mal hier gerade Wallhack wieder aus. Dann sagen wir schon mal einmal so und dann laufen wir. Huch! Huch! Wartet mal. Ich wollte jetzt eigentlich gerade wild im Gras rumlaufen. Guck mal, wenn man die Nuggetbrücke oder bevor man die Nuggetbrücke wirklich geschafft hat, materialisiert sich der Typ hier oben gar nicht. Aber er beglückwünscht einen irgendwie trotzdem. What? Ja, ein Nugget bekommen, ja nett. Von rein gar nichts haben wir ein Nugget bekommen. Gegen wen kämpfen wir jetzt? Das würde mich ja jetzt mal interessieren. Okay, es ist doch ein Rocket-Typ. Wie witzig ist das denn? Okay, warte mal, jetzt will ich aber mal gerade eben wissen, ob der dann da gleich steht, wenn wir den jetzt besiegt haben. Du musst bei Schwarz mal Ends Room-Theme gönnen. Die ist schon fast so gruselig wie die Lavandia-Theme. Echt? Kann sein, dass ich die sogar mal gehört habe. Ich kenne ja von Schwarz und Weiß kenne ich mehr Spiele als kenne ich mehr Lieder als die Edition um sich. Hä? War das Deutsch? Nein, irgendwie nicht, aber egal. Ja. Irgendwann macht. Aber die Spiele sind immer noch richtig teuer, Alter. Die kosten, glaube ich, bei uns kosten die irgendwie 60 Euro oder so. Und ich denke mir so, was? Warum? Wir kämpfen einfach gegen einen Geist, warum? Ne, wie auch immer. Jedenfalls finde ich das extrem komisch, dass die Spiele so unfassbar teuer sind. Sag mal, kann es irgendwie sein, dass diese Wiese hier irgendwie davon abhängig ist, ob wir einen Starter-Pokémon haben oder so? Hier kommt ja gar nichts! Hier kommt rein gar nichts! Warum? Hä? 60 Euro, why, Bro? Ja, aber jetzt mal im Ernst. Warum sind die so teuer? Selbst neue Spiele kosten nur 40. Und die kosten jetzt 60. Okay, aber ich will mich nicht beschweren. Ich wollte mich mal vor einiger Zeit erkundigen, was die Soul Silver gebraucht kostet. Da steht die stellenweise für 200 Euro drin, die Edition. 200 Euro! Für eine Soul Silver, die jetzt vielleicht 10 Jahre alt ist. Ich meine, hallo? Das ist ja noch nicht mal Retro, es ist ein Remake.
Na gut. Irgendwie finde ich das alles komisch. Ich habe auf jeden Fall... Why, Bro? Ja, das ist mal ganz im Ernst. Warum ist denn da jetzt nichts materialisiert? Warum ist da nichts gekommen? Nichts gespawnt? So, ich habe das Materialisieren gerade noch voll im Kopf wegen Dingens. Wegen dem einen Küken. Was kann man denn noch machen? Wir brauchen auf jeden Fall erstmal bald ein Flug-Pokémon. Was gibt's da so? Jetzt kann man, glaube ich, irgendwie Topsy nehmen oder sowas. Interessiert ja eh keinen. Lohnt es sich, eine ROM zu holen? Ja, du kannst das Spiel halt spielen dann, ne? Auf dem PC. Und für gewöhnlich kostenlos. Von daher lohnt sich das schon, ja, wenn man das Spiel spielen möchte auf dem PC. Bei uns kostet Pokémon Weiß 280 Euro. Warum sind die so teuer? Why, Bro? Check ich nicht. Ich check es nicht. Schwarz habe ich ja sogar hier liegen. Schwarz 1. Ich habe es dreimal angefangen, dann irgendwann aufgehört, dachte mir, okay, jetzt fange ich das nochmal und dann spiele ich es wirklich. Und dann habe ich es aber wieder aufgehört. Hat mir sogar mal irgendwie ein Abonnent damals mal geschickt, als ich mein Postfach noch durchstöbert habe. Ey, ganz im Ernst? Ich glaube, ich weiß, woran es liegt. Wir haben das Spiel gebreakt. Wir haben es gebrochen. Nein, ich glaube, diese Stadt ist nicht das, wofür wir sie halten. Diese Stadt hat wahrscheinlich original null Informationen über wilde Pokémon. Und deswegen, weil wir nämlich, ich glaube, das liegt daran, warte mal, aber obwohl wir haben ja gerade eben schon, wir haben schon gerade gegen Trainer gekämpft. Das heißt, er müsste jetzt eigentlich dann immer das letzte... Nee, warte mal. Also wir haben gerade eben zum allerersten Mal in-game das Spiel gespeichert. So, sind dann halt irgendwie nochmal neu angefangen. Und dadurch, hat er dadurch keine Informationen über die Dingens? Ich weiß es, ich habe keine Ahnung. So krass bin ich dann in meinem Brain auch nicht. Jedenfalls wollte ich den Warlock wieder anmachen. Also irgendwas stimmt hier auf jeden Fall nicht. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ich bin mal gespannt, ob jetzt gleich irgendwas kommt. Weil jetzt hat sich die Stadt einmal neu regenerieren können. Und vielleicht sind ja jetzt irgendwie mal Informationen über wilde Pokémon. €126 für eine neue Platin-Edition. Alter, Junge, was? Was sind die denn so teuer, jetzt mal ganz im Ernst? Wenn die neu rauskommen, sind die 40 Euro wert anscheinend. Check ich nicht. Also hier kommt auf jeden Fall nichts. Wir haben das Spiel kaputt gemacht. Wir haben das Spiel kaputt gemacht, ist das nice. Starte mal die ROM neu, ja, das mache ich vielleicht gleich mal. So, nur gerade eben kurz Save Staten. Dann werde ich mal eben kurz resetten. Obwohl, wenn ich jetzt resette und dann den Save State neu lade, dann hat er wahrscheinlich genauso wenig Informationen wie vorher, oder? Okay, irgendwie ist das echt ein bisschen spooky. Vielleicht... Also ich mache jetzt einmal kurz den Warlock aus. Vielleicht bringt's ja was. Ach, guck mal, wir haben noch nicht mal den Ding jetzt was zu trinken gebracht. Hier funktioniert einfach rein gar nichts. Wir haben einfach das Spiel schon durchgespielt. Wir sind Pokémon-Champ und lassen uns von solchen kleinen Kleinigkeiten aufhalten. Was ist denn los mit uns? Sind uns gar keine Eier gewachsen hier, oder was? Also ich denke mal, das Spiel kommt auf jeden Fall eine Menge durcheinander dadurch, dass wir A, ganz viele Abschnitte einfach überspringen. B, weil das Spiel, glaube ich, gerade eben das erste Mal in-game gespeichert hat und es keine Information hatte über wilde Pokémon. Was aber eigentlich keinen Sinn macht, weil die
weil ja trotz alledem die Pokémon, beziehungsweise die Erscheinungsdingens, also die Pokémon, die halt hier auftauchen, die sind ja in das Spiel einprogrammiert. Das ist bei Missing nur aber, glaube ich, halt nur der Fall, weswegen das halt dann so passiert. Weswegen er dann keine Informationen hat. Deswegen das dann halt so aussieht. Aber ich habe keine Ahnung. Kennt sich einer von euch mehr aus in der Programmierung als ich? Ich besorge mir jetzt erstmal Fliegen. Ach komm, als ob ich jetzt für diese eine Scheiß vor allem keine Dingens mehr habe. Komm, wir schmeißen Geduld raus. Ich mag Geduld nicht. La 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 la. So. Wallhack kurz wieder aus. Wallhack wieder an. Huch. Falsches Fenster. Cheatlist. Wallhack an. Zack. Oder es liegt am Karma. Das ist natürlich auch möglich. So. Dum, 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 dum. Ja, ich glaube aber, ganz ehrlich, Leute, wir können allmählich mal uns nach was anderem umsehen. Also ich glaube, es ist jetzt halt nicht spektakulär, jetzt halt irgendwie zu gucken, wie jetzt der Altbernstein gelöst wird. Ich glaube, das Wichtigste haben wir jetzt eigentlich durch. Wir haben das Spiel kaputt gemacht, das haben wir erfolgreich geschafft. Deswegen würde ich sagen, wir machen jetzt mit dem Spiel jetzt einfach mal einen Break und überlegen uns mal in der Zwischenzeit, was wir ansonsten spielen könnten. Ihr meintet gerade eben, ihr hättet irgendwie Bock auf Kristall Kaizo, das müsste ich mir jetzt runterladen. Worauf hättet ihr noch Bock? Was würde euch euer Herz noch erfreuen? Mal kurz im Chat so hier, sieht ganz cool aus. Pokémon Bloody Platin. Ja, ich habe halt nur keinen DS-Emulator, der funktioniert. Also ich würde jetzt schon gerne beim Game Boy Advance Simulator bleiben, weil ich den jetzt auch eingestellt habe. Alles andere würde mich jetzt halt irgendwie nerven. Ist Kristall Kaizo eine GBA-ROM, beziehungsweise eine GB-ROM? Das gucke ich jetzt erstmal nach. Pokémon Crystal Kaizo Download ROM. Da sieht doch schon mal gut aus. Was mache ich da eigentlich? Mal ganz im Ernst, Leute. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Das nur mal so ganz vorneweg. So eine IPS-Datei. Warte mal, was hieß das denn nochmal? Muss ich das dann irgendwie erst patchen und so eine Scheiße? Habe ich jetzt keinen Bock drauf. Wie benutze ich denn diese IPS-Datei nochmal? Ich guck mal gerade. Ah, Fire removed. Hä? Doch nicht? Hä? Was? Hä? Irgendwie wurde mir gerade angezeigt, dass die Datei gelöscht wurde und als ich zurückgegangen bin, dann konnte ich sie aber, also hätte ich sie downloaden können. Aber ich habe es weggeklickt. IPS musst du patchen. Aha, das funktioniert bei mir nie. Da brauche ich dann irgendwie die originale Dingens und diese Dingens und dann muss ich das irgendwie mit so einem dämlichen Programm irgendwie durchpatchen und dann, da habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Sorry, aber da habe ich jetzt wirklich keinen Bock drauf. Was können wir denn mal stattdessen machen? Hab schon überlegt, ob wir Pokémon Gelb vielleicht, weil ich habe nie großartig gespielt, aber es wäre halt, das letzte Ende ist halt irgendwie dasselbe. In
dasselbe in Gelb. Ja. Wie wär's mit Smaragd? Ja. Ich hatte es eben runtergeladen ohne Patch und es ging. Hast du es einfach so gestartet oder wie? Ah. Sekunde kurz. Ich glaube, ich habe Kristallwölfe. Achso, ne, das ist jetzt die Dinge. Ja. Crystal Kaiso. Gucken, ob die Seite hier gut. Ob die Seite hier geht. Hey! Crystal Kaiso GBC! Das sollte funktionieren. Ich mag die Musik, die ist cool. Okay. Say what? Muss ich die erst entpacken oder was? Desktop. Mache du so, mache du. Oh! It goes! It goes! Alles klar. So. Dann muss ich aber mal eben kurz das aktuelle Game ändern. Pokémon Kristall. Oh, Pokémon Crystal, okay. Dämliche US-Kleinigkeit. Okay. Warum tue ich das? Ich habe keine Ahnung. Wir spielen anscheinend. Ich hoffe, es funktioniert alles so, wie es jetzt soll. So, ich hoffe mal, die Dinge sind jetzt auch alles so, wie sie... Nein, natürlich ist das alles wieder kaputt. Alles ist wieder kaputt. Alles so... Was passiert denn hier? Wieso sieht das jetzt so aus? Wow, was passiert denn mit dem Dingens? Wieso ist denn das Fenster jetzt auf einmal so groß? Nichts darf funktionieren in meinem Leben. Nichts darf funktionieren. So, Sekunde, bevor ich das jetzt hier gleich... Ich muss jetzt... Ja, wir wissen ja, wie es... So. Jetzt muss ich einmal eben... Alter, ist das ein Gefriemel jetzt hier. Ja, jetzt muss ich auf den schönen Rahmen leider verzichten, weil irgendwie funktioniert das anders nicht. So, das sollte ungefähr der Ausschnitt sein. Ich hoffe mal, dass es jetzt so klappt. Ist so soundmäßig alles? Ja, sollte eigentlich gleich sein. So, bevor wir das Ganze... Warte mal, was habe ich... Das ist aber... Das, ja, das passt, okay. Das ist okay. Dass ich hier wenigstens den schwarzen Rand weg habe. Dann habe ich hier auch wieder ein bisschen blauen. So, okay. Text Speed. Hallo, Text Speed. Auf jeden Fall fast. Das ist das Allerwichtigste erstmal. Prinzip ist egal. War das jetzt hier einfach mal. Welchen nehmen wir mal? Ja, weiß ich nicht. Ist eigentlich auch egal. Nehmen wir den hier. Ist ganz schön. Schön schlicht. So. Wenn du streamst mit OBS, oder? Ja. Warum hast du eine Antwort darauf, warum das jetzt hier gerade so durchdreht, obwohl jetzt alle so schön eingerichtet haben? Nicht, dass es jetzt gleich wieder abstürzt. Hatte ich nämlich gerade eben auch schon. Are you a boy or a girl? Ich bin schon zufrieden, dass er meine Idee jetzt zockt. Ja, ich glaube nicht, aber wir schauen mal. Ich habe echt so Schiss vor diesen ganzen, von diesen überschweren Hex. Ihr habt, so, warte mal, jetzt sehe ich hier gerade, dass hier so ein schwarzer Dingens ist, das darf nicht sein. Jetzt seht ihr ja die ganze Magie hinter dem Dingens hier, das ist natürlich auch nicht so das Wahre vom Leben, aber nach mir ist auch egal. So, sollte ungefähr passen. Wenn jetzt gleich irgendwie das komplette Spiel sich irgendwie in der Gegend rumwirbelt oder sonst irgendwas, dann nimmt es mir nicht böse. So,
Was haben wir für eine Zeit? Ist doch scheißegal. Boah, 0 Minuten! Oh, Alter, der Wahnsinn! Ah, die deutsche Version buggt extrem. Echt? Es gibt eine deutsche Version dazu? Na gut, wenn die eh buggt. Hallo, sorry, dass du warten müsstest. Willkommen zur Welt auf Pokémon. Mein Name ist Professor Eich und man nennt mich. Und das ist so ein Pokémon, das ist halt irgendwie voll das Filino-Teil und das macht irgendwie komische Geräusche und grinst wie so ein Honigkuchenpferd. Aber alles, was wir über Pokémon wissen, so, da sind voll die vielen mysteriösen Räten und so. Und wie heißen wir eigentlich? Ich schwöre bei Gott, ich habe gerade Allah gelesen. Ich möchte niemanden offenden, aber ich habe wirklich Allah gelesen. So, selbstverständlich sind wir der Lenny und ich schreibe in den alten Editionen meinen Namen groß, weil alle Namen irgendwie groß geschrieben sind. So, ich hoffe, dass das jetzt aber auch wirklich die Kristall... Kaizo-Version ist und nicht irgendwie die Standard-Dings, die ich da vor allem noch patchen muss, sonst ist so ein Kack. So, wir... okay! Also das seht ihr auch, ja? Das scheint eindeutig ein Hack zu sein. Das sieht irgendwie nicht gesund aus. Was passiert hier? Wir gucken es uns einfach mal an. Und warten ab. So, wir nehmen uns einmal... Hier sind keine Items. Gut. Wir machen uns also richtig schwer. Können auch in der Mailbox. Gibt's wahrscheinlich auch nichts. Und keine Dekoration, ist aber egal. So, können wir da jetzt rein? Nein, wir können da nicht rein. Was passiert hier? Seht ihr auch da unten diese Striche? Irgendwie machen sie mir ein bisschen Angst. Was haben wir für einen Tag? Wir sagen einfach mal, es ist Sonntag. Wir fangen unser Abenteuer an einem Sonntag um 10 Uhr morgens an. Es gibt keine bessere Zeit als Sonntag 10 Uhr morgens. Ja, nein! Lass mich in Ruhe. Ich will hier raus. So, irgendwie kommt mir hier alles noch nicht so Kaizo vor. Nur halt irgendwie... Es ist nur alles irgendwie verbuggt. Ich bin mal gespannt. So, da haben wir unseren Rivalen. Mit dem können wir jetzt noch nicht allzu viel... Ach du Heiliger, Alter. Eieieiei. Nein, schon fast kein Fun hier. Ja. Das wäre ganz toll. Ich weiß. Ja, wir sind die Besten. Eine E-Mail. Wie gefällt dir die Nintendo Switch bis jetzt so? Ja, ich habe dazu auf jeden Fall noch ein bisschen was zu erzählen. Deswegen wird dazu auf jeden Fall noch was kommen. Und ich habe gerade eben schon wieder einen Kommentar gelesen, sich erst im Video beschweren und dann trotzdem kaufen. Ja, wenn ihr euch alle mal das Video wirklich angeguckt hättet, richtig, mit euren Augen, und wenn ihr euch mal die, wenn ihr euch mal die die Beschreibungen zu den Videoposts, zu den Bilderposts auf Twitter und Instagram und sowas durchgelesen hättet, dann wärt ihr jetzt viel schlauer und müsstet nicht sowas schreiben. Denn ich habe selbst in dem Video, wo ich mich über die Switch ausgekotzt habe, gesagt, dass ich mir spätestens zu dem Release von Pokémon, Mario Odyssey eine Switch kaufen werde. Und dieser Release findet jetzt demnächst statt. Und ich habe mir die Switch jetzt gekauft, weil jetzt die E3 gewesen ist und jetzt die ganzen neuen Spiele gedroppt werden demnächst. Und weil Nintendo im Moment nämlich wegen den Apple-Teilen im Verzug ist mit seinen ganzen Bauteilen. Und es gibt demnächst so gut wie keine Switches mehr. So, einige von euch sagen jetzt schon, dass sie keine mehr abbekommen. Und während wir dann bei uns hier in der Stadt noch zwei Stück haben, habe ich dann gedacht, okay, dann kaufe ich sie mir jetzt. Dass ich mich dann später nicht tot ärgere, dass ich keine mehr bekommen habe, weil Dingens, ja, du weißt schon.
Wanderschaft! Was? Wanderschaft! Was? Mit Kuchen? Mit der Blümchentorte! Alter! ja, krass. Ich wurde jetzt gerade komplett überrascht. Ich habe überhaupt keine Ahnung davon gehabt. Ich habe mich jetzt gerade eben schon die ganze Zeit gewundert, so, hä, was meint er denn jetzt mit, ja, jetzt geht's gleich voll ab und so. Und dann heißt es halt irgendwie so dauernd so, ja. Also nochmal hier für die. Haben wir es ja nicht geschafft. Bro. Dankeschön. Gar nicht. Dankeschön. Skybreaker, das ist übrigens der Skybreaker. Den sollten einige von euch auch kennen, wenn ihr des Öfteren bei TTT mit dabei gewesen seid. Und das ist der schönste Swat, den es, glaube ich, in dieser Welt gibt, Alter. Ich freue mich schon auf das Video zum Gucken, wenn du diese draußen hast. Ich habe mich voll erschrocken, Alter. Ich dachte, was geht jetzt denn ab? Also ich hoffe, es ist auf jeden Fall für euch und für dich okay, wenn wir wenigstens einen Kopf rauchen. Ja, macht mal einfach. Ja, diesen noch hat, ne? Ja, halb so wild. Benjamin Blümchentorte, meine Damen und Herren. Wir haben sogar Gläser mitgebracht, weil ich noch weiß, wie Gläser. Wir haben auch noch Sekt. Ich will jetzt ein Stück davon essen. Sekt! Ja, Mann. Wie geht's euch? Ach, es ist ohne Scheiß, auch wenn es kühl draußen ist, wenn du läufst, ist es voll warm. Sauber. Ah, ja. Ich glaube, die Flasche musst du aber draußen aufmachen, ne? Soll ich die Flasche innen aufmachen? So? Ja, gute Idee. Ist es warm? Okay, ich bin ein bisschen. Ich bin jetzt gerade ein bisschen überrascht, das muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Ich muss erzählen, vor allem, wir haben meinen Stream geguckt und wie wir dann hergelaufen sind und das Zeug noch besorgt haben, habe ich die ganze Zeit so in Twitch geguckt und dachte mir, auf einmal, er hat geguckt und so. Stream wurde beendet, ich so, Alter, nee, bloß nicht. Ne? Dann habe ich halt nochmal reingeguckt und dann habe ich gesehen, dass du gerade irgendwas umstellst und alles spielst. Ah. Ich bin baff, also die Überraschung ist euch gelungen. 1-1. 1-1. Ja, als Schinks hier hingezogen ist, aus Bayern, habe ich es als erster Mensch geschafft, Schings mit einer Überraschungsfeier zu überraschen. Und... Nein! Ich glaube, man hat sogar gesehen ein bisschen. Er spritzt auf jeden Fall jeder. Eieiei, okay. Ich glaube, der Kong ist so wach. Was? Ich muss alles gehabt. Ja. Wollen wir schnell mal hinüberhauschen? Gut, Flasche. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll. Ich hätte jetzt ein schlechtes Gewissen, wenn ich jetzt weiterspiele. Nein, aber ich spiele einfach erstmal weiter. So, wir sind 148 Leute, das ist wunderbar. Großartig. es geht jeden Augenblick weiter. Ich muss jetzt erstmal. Auf einmal kommen die rein. Die allererste Frage ist, wo sie holen. muss man in meinem. Ich hoffe, die stören dich nicht oder halten dich bei irgendwas auf. Mm-mm. Das sind aber komische Kohlen. Sind das die neuen Kohlen? Ja. okay. Ja. Sehr gut. Ist Lotoria eigentlich auch am Start? Stimmt. Das wäre jetzt mal eine interessante Frage, ob der Lotoria auch mit dabei ist. Das ist auf jeden Fall ein Intro für dein Video, wenn es ankündigt, das war. Ist das schön, euch freue mich. Oh Mann. Nice. Ja. So. auf jeden Fall. mehr oder weniger interessant jetzt. Wir haben die Handynummer von Professor Lind jetzt gerade bekommen. Ich komme mir jetzt gerade richtig dumm vor, dass ich jetzt einfach so völlig stumpf in dem Gameplay weitermache. Dann mach einfach weiter. Aber ja, komm. Ja, erstmal machen wir jetzt hier ein bisschen weiter. So. Ich muss jetzt gleich erstmal schauen, ob wir hier überhaupt noch, ob das jetzt überhaupt die Kaizo-Edition ist oder ob wir jetzt hier gerade irgendwie das normale Kristall spielen. Es wäre ja irgendwie sehr schade, wenn ja. Aber es stand. Schon mal spannend. Okay.
Er stand Kaizo Kristall in der Ding und so weiter. Prost! Ja. So. Auf die Banner, schon. Ja. Gut, auf die Scheiße. Hashtag Prost. Mit Musik im Minon. So, Dankeschön. Tschüss. Cheers. Ist Apfelsaft übrigens. Der Apfelsaft schon gefunden. Ach, ich hab's auch reingemacht. Stark. Sau stark. Ist das geil. So. Okay, also bisher wird hier noch so rein gar nichts Kaizo-mäßig. Also der Plan war eigentlich, dass wir Kristall Kaizo spielen, aber das Einzige, was jetzt hier hackmäßig aussieht, sind die Grafik-Bugs, die sich einmal durch die ganze Stadt ziehen. Ja, irgendwie so mehr oder minder. Aber schauen wir mal. Mal gucken, ob uns jetzt irgendwie Level 500er Pokémon... Ah, okay, hier sieht es auf jeden Fall schon mal verändert aus, denn hier konnte man nämlich nicht oben lang in der Originalfassung. Das hauen die heute jetzt Level 100. Ich hole mich jetzt einfach mal so. Level 2. Mach mal. Mal gewohnt. So, jetzt muss ich meine nochmal gerade eben, weil das hier. Das ist, irgendwas stimmt mit OBS gar nicht. So, jetzt sollte es. So, wir haben. Ach, aber guck mal, wir haben schon direkt Glut. Das finde ich natürlich stark. Heißt das wirklich so auf Englisch? Empire. Empire heißt Glut. Also zumindest nein, die Attacke. Nein, ja. Zünderquiel. Keiner Kugel. Oder so. Ich hab meinen Pulli eigentlich gemacht, wenn es kalt wird, aber jetzt brauche ich dann gleich mehr Wasser. Also wirklich, Lenny Sekt aus einem hohen Tumblr? Ich kenne Tumblr nur als Seite. Aber ja, ich habe die Leser ja nicht besorgt. Das ist also nicht meine Schuld gewesen. Hast du da drin irgendein Problem? Meinst du, ich kaufe jetzt auch nur Sektgläser für dich? Schinks ist es. Also bevor ihr jetzt irgendwie denkt, so oh, voll abgesprochen, so, das war alles andere. Also, Arschlecken abgesprochen, Alter. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich das ganze Leichen im Video aussieht, wenn ich mir den Stream nochmal angucke. Ah, oh, nice. So. Ich muss schon was sagen. Ja. Du musst mal hin. Da wo ich mich einladen fühlt, pass auf. Was du da auf Instagram hast. Wo hast du das? Was pass auf, du hast geschrieben, ich fahr jetzt meine Twitch-Partnerschaft, kommt vorbei. Achso, okay, komm mal. Ne? Ja, gut. Nur kannst du das anhören. Ja, okay, schade. Einmal ist die Box hier an. Ja, aber eigentlich so. Wollte Frey auch noch mitkommen, aber der muss ein bisschen länger arbeiten. Ach, schade. So. Ja, sorry, Shinx, ich komme aus dem Hotelleriegewerbe. Na ja, gut, ja, dann. Da kann keiner was dafür. Sehr schön. Alter, Siala 10 Ali. Hey, Lenny hat Spaß gemacht, dich und Shinx. Mit K. Haben wir schon so einen Kern in der Nomb? Nee, haben wir okay. So, oh, ich sehe gerade. Tratos donated 10 Euro. Hallo Lenny plus Anhang. Übrigens, bestes Spiel war mein Lieblings-Pokémon damals. Ja, Mann. Dankeschön für deine krasse Donation, Alter. 10 Euro, nice. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand die Kristall-Edition aus der zweiten Gen auch einfach am besten. Allein schon, weil die irgendwie so am fortgeschrittensten war und weil sich da so die Pokémon halt schon bewegt haben und sowas alles. Und wieso macht er sich einfach Blut in diesem Bild? Jetzt soll ich mit solchen Torten aus, wie lange braucht man, oder? Keine Ahnung, sonst erstmal halt einfach als Eistorte. Hier ist es Weihnachtsmann. Übrigens ist da eine Figur drin. Ja. Echt? Ja. Hier in diesem Ding? Ach, ja. Guck mal, ich hab das gerade irgendwie... Magst du das im Streamer? Ja. Zeig's in der Kamera. Ja. Winke. Ich weiß, ich hab Fantasie. Ich bin YouTuber, deswegen muss ich die Hand da so vormachen. Fokus. So. Meisterkonditor. Feiert mit uns 20 Jahre bei den Blümchen dort. 20 Jahre gibt es schon. Oh! Guckt euch dieses Gesicht an!
sag ist mal. Ist das nice? Der Rüst ist so richtig an den Körper so dran. Mein Gott, der ist so richtig im Messer ab einfach so. Ist das der Stock von der Kanzlerin? Ich muss ihn aber gerade eben kurz. Warte, ich muss mich das nochmal gerade eben kurz in groß zeigen. Ich weiß aber, das ist ein kleiner gerade eben. Das ist die großartige Fokus. Die großartige Figur. Jetzt komm, Minion. Ja, guck mal, das ist doch schön. Das sieht einfach so richtig messed up aus. So. Kommt jetzt hier auf meinen Laptop. Der liest die Kommentare. Mit dem Rücken zum Laptop. Ja, deine Augen im Rücken, weißt du. Fun Fact am Rande. Das ist ja Benjamin Blümchen als Cowboy. Und das war eine meiner Lieblings-Benjamin Blümchen-Kassetten damals. Ohne Witz, ich habe die, glaube ich, mit am meisten damals gehört. Wird, glaube ich, nur noch getoppt von Benjamin Blümchen und die Auto und die Autorallye. Aber ansonsten auch eine meiner Lieblings. Das habe ich gewusst, dass man die Blumen. Alle auf. Alle auf. Ich habe einen Namen geschaut. Komm, wir müssen darauf jetzt auf jeden Fall. Wir müssen jetzt auf jeden Fall alle erstmal ein Stück dort. Ey. Das machen wir jetzt erst schon mal ein Messer dazu. Da stand mal ein Messer. Ist die Tür offen oder zu? Das ist doch schwer. So, jetzt zocken wir weiter. Weißt du noch, wie von Benjamin Blümchen der Zoobesitzer heißt? Ja, Herr Tierlieb. Tierlieb. Wie hieß der vom Bürgermeister, der kleine Dürrel, der den für die Glatze? Pichler. Echt? Mhm. Weil ich das seit Jahren gehört habe. Die einzige Benjamin Blümchen-Folge, an die ich mich noch erinnern kann, ist, da gab es irgendwie ein Mädel. Es ist Eis gelaufen. Warum spielt er ja? Und dann, ja, stimmt, mit dieser ultra strengen Mutter, ne? Die Krankenmutter. Oder sowas, genau. Und die hat auch mit ihrer Mutter gedacht, dass er vorher krank musste, das ist ein Liebesteil. Genau. Da kann ich mich auch dran erinnern. Er hat seinen Rüssel eingesetzt. Hat dem Mädchen geholfen. Oh Mann, Smirkos, Alter. Nochmal wegen des Hallens im Ton. Bei mir hörst du dich an, als ob du in einer leeren Schwimmhalle sitzt. Das kann aber auch sein, dass das halt einfach wirklich der Raum hier ist, weil mein Zimmer ist wirklich nicht das, akustischste. Hab letztens gesehen, dass du bei einem Wrestling-YouTuber kommentiert hast, vor 7 Monaten. Kennst du dich mit WWE aus? Hashtag Nakamura Beste. Ja, Mann. Ja, also ich schaue jetzt Wrestling seit fast einem Jahr. Im Juli, aber am 4. Guck mal. In genau einem Monat ist es ein Jahr her, dass ich das erste Mal Wrestling gesehen habe. Das war Battleground 2016 am 24. Juli. Wegen ihm hier. Wegen diesem dicken da. Nein. Und ja, seitdem schauen wir das jede Woche. Raw, SmackDown, jeden Pay-Per-View. Ja, Mann. Ja, man wirklich noch keinen verpasst, ne? Das stimmt. Wir haben noch nichts verpasst. Also. Ja. Ja, live ist, also wir haben jetzt vor ein paar Tagen haben wir uns überlegt, so weil wir halt irgendwie alle frei hatten, schauen wir Raw auf Sky halt einfach live. Und dann haben wir uns so überlegt, so, ja, machen wir nie wieder. So, das fing um 2 an, ging, oder? Genau. Ging dann bis 5:30 Uhr morgens. Und es ist halt sowas von viel Werbung drin, dass es einfach unglaublich unschön war. Und ja, dann haben wir es auch schnell sein gelassen. Und ja, jetzt schauen wir es. Oh Gott, wie nennen wir das denn jetzt? Jetzt schauen wir es. Wir kaufen uns die Folgen immer auf DVD. Ein paar Stunden danach. Ein paar Stunden danach, genau. Und dann gucken wir es ohne Werbung. Wir müssen hinten. Das sind Japaner, die können das. Japaner können alles. Wenn CBS nicht wäre, dann könnte man sich ja auf dem WWE Network alle Sachen direkt ansehen. Aber CBS voll. Pikachu, Alter! Der hat gewunken, ist aber kann die sich bewegen. In Kristall konnten die das. Ich hab nie Kristall gespielt. Das ist selber schuld. Ich war jetzt voll unschuldig, ich war voll Schock gerade. Warum bewegt er sich? Aber kann ich jetzt betrunken vom Weg oder so? Mann, das ist auf, oh Mann, ich will das haben. Ich brauch das. Ja, ich hab ja eh keine Bälle, so von daher ist es halt eh egal. Ja, schön brennt halt. Spiel jetzt Pokémon Gelb, du oder er? Sorry wegen dem Schreibfehler vorhin, mein. Kein Stress, Junge, alles gut! Alles gut!
Ja, willst du mal gerade eben kurz ein Messer holen? Dann kannst du. Wir haben noch das große. Ich muss nicht. Du musst mal. Nein, ich bin am Stream jetzt. Ja, ich kann auch. Du hast verloren? Hey, wir kommen mal beim Stream. Ich bin jetzt endlich Partner. Genau. Wie kann man da denn? Das geht ja nicht. Schön. Lenny ist gleich wieder da. Ich wollte bloß schnell messen. Krass, also wie gesagt, Leute, ich habe bei Blau aufgehört zu zocken. Dann habe ich irgendwie mal wieder X und Y geholt und irgendwann dann mal Sonne. Und ich kenne das alles nicht, dass die sich da bewegen können. Voll krass. Hast du einen Trank? Messer! Trank? Ja, eigentlich. Der hat so eine Beere eingesetzt von selbst. Das jetzt bitte auf den Teller schneiden. Das Ding ist, am Schluss schneidest du das auf den Tisch irgendwie und dann machst du den Tisch drauf und dann. Ja, genau. Das ist auf jeden Fall sehr. Meine Güte. Was machst du denn jetzt? Ja, was meinst du, was ich gerade vorhatte? Ja, so wie du schon wieder rumzuckst da, Alter, denke ich mir so. Ich kann überhaupt keinen Torte. Die scharfe Seite nach unten, ne? Ach, Leute. Damit hätte ich jetzt echt nicht gerechnet. Der ist einfach weg. Oh, das geht nicht. Dann kommt einfach rein, stör meinen Stream, mach mich fett. Genau. Es tut mir gerade so leid, ne? Vielleicht möchte ich es auch gerade mit Absicht. Oh, du bist tot. Junge, du bist eine Pfeife. Warum denn? Das ist ein Pikachu, kein Mewtwo. Ja, aber willst du das wissen? Vielleicht hat sich das ja verkleidet. Ja, auf jeden Fall. Bim. Ich will immer den Analogstick auch mit hoch tun, damit er schneller rennt, aber es geht nicht. Wie schneidet man da eigentlich so eine Torte? Mit einem Messer? Echt? Was ist denn das sagen? Mit einem Löffel geschnitten. Wie es ausschaut. Witzig ist. Du sollst keinen zum Rüberschlagen, dass er die Torte macht. Noch mega gefroren. Das ist voll die Eistorte. Aber. You know Pokémon have very berries, when my Pokémon kill your Pokémon. It doesn't matter what you say. Ich hab gestern Dr. House gesehen und da gab's eine Folge. Da gab es eine Anspielung auf The Rock und ich saß vorm Fernseher und hab mir halt echt so gedacht, so, ah, komm mal, er hat's gesagt, war gut. So, ich mag so Hommages an Dingen, die ich kenne. Ja, das glaube ich mag jeder, aber macht man das auch. Ich weiß gar nicht mehr, was er sagt. Ich weiß gar nicht mehr, was er da gesagt hat. Da ging es irgendwas hat einer von seinen Kollegen gesagt und dann. Ja, dann hat er halt irgendwie darauf geantwortet, stimmt zwar nicht, aber oder es ergibt zwar keinen Sinn, aber ich konnte riechen, was The Rock in der Pfanne hatte. But I could smell what The Rock is cooking. Wie geht's euch eigentlich, Leute? So sieht man gar nichts. Ihr fragt immer ein bisschen was. Oder ihr redet gerade über Torten. Das ist natürlich ein gutes Thema, was macht ihr? Torten. Ich bin voll der Papa. Ist ja eigentlich einer von euch Diabetiker oder warum sind es nur 3 Teller und 3 Gabel? Also die. Sind sogar. Ach so, nee. Ach so, hier sind sogar 4. Und auf dem einen Teller habe ich geschnitten. Oh Mann. Wenigstens bist du selber drauf gekommen. Schon mal. Das ist alles schon mal. So. Geht ihr mal weg damit, eure Pokémons? Pokémons? Ach so, ich battle gegen die Pokémon. So, die battle gegeneinander. Ja, ich werde das. Das ist umgefallen. Diejenige, die das nimmt, oder derjenige, der das nimmt. Wollt ihr auch? Hm? Ich bin fertig, Schwiegermutter. Ja, nämlich die. Oh, danke! Was? Banause. Das große hier. Banause, was ist das mit Maus? Ich weiß nicht, ob du das kennst. Der Banause. Er kennt ja auch nicht den Kinder, die was wollen, kriegen auch die wollen. Also ich hab den noch nie gehört in meinem Leben. Also halt. Hab ich sogar in einem meiner Videos gehört. Richtig! So Leute, auf euch, auf uns und ganz besonders auf mich. So. Ich mach mal kurz eine Pause, ne, weil ich mal einen Kuchen kurz eine Pause. Ich sag immer zu einer Dolly Kuhn, also K-U-N-G. Ja, kurz so Facecam, dass man auch unsere fressenden Fressen sieht. So. Der ist noch voll. Der ist noch voll. Voll die Eistorte. Nam, 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 nam. Ich frag mich immer, wenn da schon ein Bild drauf ist, ob man das überhaupt essen kann. Ja, ohne Scheiß.
Als Kind dachte ich immer, alles, was man isst oder sowas, und es wird nicht verdaut, kommt so wieder raus. Und bei Mais. Und bei Mais. Danke! Ja, gut Hunger. Der ist voll warm. Voll. Schon voll brand. Aber warum? Spielt ihr Pokémon auf dem PC? Ja. Über Emulator. Was kannst du? Du kannst filmen. Wer ist denn eigentlich dein Lieblingswrestler? Roman Reigns! Raus. Nein. Roman Reigns ist es auf jeden Fall nicht. Bray Wyatt. Tatsächlich. Ja. Und Cesaro und Sheamus. Das war Finn. Und Finn Balor, ja. Ich muss leider weg, wünsche euch einen wunderschönen Stream und Abend und Feier zur Partnerschaft. Bis dann. Kannst du eigentlich irgendwas? Hä? Das nicht. Das ist gut. Der ist aber echt voll gut, der Ding. Die Endboss ist auch cool, ja. Wenn man keiner was sagt, wenn man so ist. Nee, wie willst du dann auch was sagen? Denke ich mal, alles ins Auge. Kennt ihr das, wenn ihr für eure Freunde kocht? Mhm. Und die essen? In seinem Fall bestellt. Und ihr. Das Geile ist immer, wenn ich mit den Leuten reden will, denke ich, muss ich in meinen Laptop reinschauen. Das war voll dumm. Wenn ihr für eure Freunde kocht und die sagen dann die ganze Zeit, ich sag dir da so, schmeckt's euch? Ja, gut. Dann 3 Minuten später, schmeckt's euch? Ja, gut. Na, natürlich schmeckt. Wer hat zu fragen? Oh. 140 Menschen schauen Lenny und seine Freunde beim Essen zu. Why, Bro? Na komm, heute dürfen wir das mal, Leute. Heute dürfen wir das mal. Weißt du, mir wird immer tiefer, wenn ich ganz tief. Heute dürfen wir das mal. Ey, wir noch ein Stück. Ich will auch noch ein. Ja, warum? Ja, das ist mein. Und Scheiße, ich glaube, ich hatte Pappe im Mund. Nicht. Letztes Mal ohne Witz ist das tatsächlich so komisch. Hm. Einfach nur deinen Mund. Das ist halt komisch. Oder? Ja, das denke ich mir auch. Ist das Pappe da? Nein, das ist kein Pappe. Ist das Pappe? Das ist Schokolade. Das ist Esspappe. Meine Schokolade ist braun. Esspappe. Nicht mein Kacke, sondern meine Schokolade. Why, Bro? Der beste Meme der Welt, ja, Mann. Es ist halt wirklich einfach geil. Ich find's morgen geil. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich find's morgen geil. Was ist das? Ach, der macht auch Boxen. Ja, ich dachte, der wrestelt nur. Komplette Baby-Boxen. Why, Bro? Das ist weder Pappe noch Schokolade, das ist Marzipan. Doch. Marzipan? Ja, es hat nach Marzipan. Marzipan. Das erkennt man nur Marzipan. Ja, auf jeden Fall. Hey, Leute, wollt ihr mal wissen, was gerade passiert ist? Hey! Yay! Na gut, Leute, so. Aua, du stehst an meinem Fuß! Ich stehe gleich an was anderem. Ich bin nicht schafft, das ja jetzt besser. Ich hoffe es. Ich habe auf jeden Fall Skybreaker. Cool, weißt du, dass ich jetzt auch eine schlechte Spieler habe? Skybreaker ist nicht zu viel, denkt man an die Figur. Genau. Ich habe Kuchen auf meiner Tastatur. Dann habe ich auch du auf meiner Kuchen. Aber es ist Mensch. Aber es ist auf dem Teller, auf dem Teller umgefallen. Das ist kein Marzipan. Das ist irgendein so ein Zuckerguss-Ding. Ja. Weint mal nicht. So, ich sehe gerade. Oh. Lord Madrox. Lord Madrakox. Lord Madrakox?
Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Dankeschön. Dankeschön für den Sub. Ich glaube, der Sub war, der Sub-Alert ist gerade gar nicht angegangen. Weil ich den hier nicht in die Facecam mit implementiert habe. Du darfst mich jetzt einmal entsubben und mich dann nochmal subben. Dann hast du halt 5 Dollar bezahlt, ist aber auch egal, oder? Nein. Übrigens, dass ihr, Dankeschön für übrigens, dass ihr gleich Bescheid wisst, wir essen jetzt den Kuchen, dann gesehen wir uns dahinter, dann machen wir die Shisha, dann haben wir auch wieder ab. Aber erst wird natürlich weiter. Und ich muss aufhören, den Laptop anzugucken, wenn ich mit euch rede. Auf jeden Fall. Ich hoffe, du schmatzt nicht, dass es knallt. Schon für alle Schlaue. Auf jeden Fall. Wir können es jetzt schon mal in Gewissheit wiegen, dass das hier nicht das normale Kristall ist, sondern eindeutig ein Kaiseneck. Das wollte ich eigentlich auch nur sagen. Ich habe irgendwie ein bisschen Schiss davor, aber nehmen wir das einfach mal. Milchdamm. Ja, also spätestens da. Also, nehmt mir dieses Messer weg, bitte nehmt mir das Messer weg, sonst gibt es hier noch irgendwie einen Live-Suizid auf Twitch. Nein. Und dann verliere ich meine Partnerschaft. Das will natürlich keiner. Okay, Freunde, lasst euch von dem Hintergrund jetzt einfach gar nicht beeindrucken. Wir spielen jetzt erstmal weiter. Und zwar erstmal so. Wir haben ein Sendrett hier, auf das ich keinen Bock habe, deswegen flüchte ich. Wo sind wir denn eigentlich? Ah. Wo kommen wir denn da hin? Wie lange ist Lenny jetzt on? Wir sind jetzt. Ja, so gut 2 Stunden sind wir jetzt, glaube ich, online, ne? Haben so ziemlich genau um 5:05 oder sowas haben wir angefangen, jetzt haben wir es 8:58. 2 Stunden. Ja, haben wir schon ein bisschen was geschafft. So, jetzt wollen wir hier auf jeden Fall erstmal uns dieses mysteriöse Ei abholen und uns dieses ganze Gelaber von den ganzen Leuten anhören, das wir jetzt sowieso nicht verstehen, weil es auf Englisch ist und wir alle keinen Bock haben, das zu übersetzen. Ist das Y-Bro mit dem I don't call the Kingstone Y-Bro? Das ist auf jeden Fall ein Y-Bro-Meme, den es unter anderem gibt, ja. Aber es heißt eigentlich didn't catch, das stimmt, ja, ist mir auch aufgefallen. Aber hey, er hat immerhin einige Likes bekommen. Was denn? Weil die müssen da hängen. Müsste irgendwo liegen. Ich glaube, auf dem Fensterbett oder so. Ja, wir helfen dir mit dem Pokédex und so. Der Pokédex ist ganz toll. Das ist die beste Erfindung des Jahres. Max Payne. So, das Beste am Y-Bro-Meme ist, dass man es überall benutzen kann, oder? Ja, eigentlich schon. Man könnte jetzt sagen, das Beste am Y-Bro-Meme ist, dass man es überall benutzen kann. Y-Bro. Oder Lenny, I'm counting on you. Y-Bro. Oder you are returning to Professor Elm? Why, Bro? Okay, ja. Wir wissen, ich glaube, wir haben das Prinzip verstanden. Why, Lenny? Ja. So, wir wurden jetzt erstmal geheilt. Das ist schon mal gut. Jetzt kommt erstmal der skandalöse Anruf von Professor Lind. Von einem völlig aufgelösten Professor, der nicht weiß, wo oben und unten ist. Weil man ihm sein wertvolles Pokémon geklaut hat. Pokémon. Asmon, ja. Ja, jetzt kam ich da nicht um diese Ecke, jetzt muss ich kämpfen. Danke, Shinx. Was? Ja. Du hast gerade ausgesehen, wie du den Teller aufgehoben hast, als wenn es 50 Kilo sein. Ja, bei den Armen. Ja, wenn es sein muss. Ich bin dahinter.
Lenk, guck. Lenny, guck mal in den Link von Sirion. Das hört sich an wie so ein Item aus irgendeinem. Aus irgendeinem Rollenspiel. Der Link von Sirion. Guck in den Link von Sirion. Schau hinauf in den Link von Sirion. Okay, ich hab's. So, was hat denn der Sirion hier gerade geschickt? Was ist denn das? Davian Art. Oh, Davian Art ist immer gut. The Steel Dragon. Huch. Someone on the Lenificate app asked if someone could draw a fusion of Rayquaza, Lugia, Dragon, also Dragonier, im Typ Stahl und Drache mit den Farben von Despotter. In my opinion, this idea is pretty cool, so I drew it for him. Hope you like it. Alter, das sieht aber richtig geil aus. Das ist mal ganz ohne Schmarrn. Welche von den beiden Fällen, ne? Ich glaube, das eine ist die normale Form, das andere soll eine shiny Form sein. Die linke ist auf jeden Fall so von der Farbgebung her ein bisschen nicer, aber so als shiny finde ich das halt trotzdem verdammt episch. Saugeil! Also richtig, richtig, richtig krass gemacht. Respekt! Respekt! Hates! So, jetzt geht's aber erstmal weiter. Übrigens, falls ihr das jetzt gerade selber sehen möchtet, geht einfach mal kurz auf den Link, lohnt sich. Ich habe jetzt hier gerade am Laptop, weil eben schaut. Auf ihn! Wie findet ihr eigentlich den neuen Vertrag von Vodafone mit 50 GB Datenvolumen für 35 Euro? Ja. Braucht halt keinen Schwanz, aber es ist. Ja, 35 Euro finde ich. Finde ich für 50 Gigabyte, wenn es dann noch LTE ist, für Deutschland finde ich das schon okay. All around me, million faces. Das sind meine Freunde, warum lachen die? Weil wir deine Freunde sind. Oh, Lex hier, ich meine Rot, nein, Lex. Oh, meine Hände schwitzen, ich bin so freudig erregt. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was der jetzt hier alles an Pokémon hat. Es ist auf jeden Fall nur eins. Ein Totodile. Alter, das ist shiny einfach mal. Läuft. Das ist die zweite dritte Generation. Das ist die zweite. Naja, ich weiß. Das wird schon cool. Stark. Ich werde sterben. Und zwar genau gleich. Ich kann halt jetzt eh nichts machen außer Tackle, weil ich hätte jetzt einen Tank nehmen können, aber ganz ehrlich, das hätte der ein paar Runden eh wieder aufgeholt und dann hätte ich nur wieder meine ganzen Tränke verballert. Dann verliere ich jetzt lieber. Und ja. Ich glaube sowieso, das wird nichts ändern. Das ist dieses Kaizo wird mich, glaube ich, umbringen. Irgendwer sagte mir, das sei noch krasser als das von Blau. Und das heißt für mich eindeutig, We hope to see you again. So, auf zurück nach Neuburg hier, ja, durch dieses, hä? Weil das gerade die Schwester Joy gesagt hat, mit Hope to see you again. Warum eigentlich? Nicht jetzt live. Er wollte schon machen, weißt du, weil er jetzt mal eigentlich immer, bevor er irgendwie singen anfängt. Nee, nein, weil mein Hals so schleimt wegen dem, gerade eben wegen der Torte. Deswegen. So, ich möchte hier weg. Wir sind halt einfach schon Level 8, obwohl wir kaum kämpfen. Ja gut, Jinx hat gerade ein bisschen gekämpft, aber... Was denn? New Bank Town, die neue bellende Stadt. La 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 la. Wie nennen wir den denn? Den Rivals Name. Ja, Jinx, nee. Dafür
Wir nennen ihn einfach. Ich weiß nicht, der hat rote Haare. Wie können wir ihn nennen? Seamus. Ginger Mahal. Ginger Mahal. Nennen wir den auch wieder Penis? Wir hatten gerade eben schon einen Penis. Penis 2. Das soll sein Name sein. Wybrow? Nee, wenn wir Lamus finden, dann nennen wir das Wybrow, aber. The Miss, meinst du? Nee, dafür hat er nicht genug Style. Duschtasche. Nein, wir nennen ihn. Ja, komm, wir nennen ihn Penis 2, weil wir hatten gerade eben schon einen, das ist jetzt einfach sein Bruder. Und die Mutter hatte die beiden besonders lieb. Wir nennen einfach Huhn, ist doch geil. Huhn? Hütchen? Kann man hier keine Zahl machen? Penis Junior. Ja, genau. Ja, komm, wir nennen ihn JR. Penis Junior. So. Das ist nämlich der Sohn jetzt. Apo Red. Apo Red, ja gut, okay, wegen den roten Haaren wäre natürlich auch witzig gewesen. Ich finde, der schaut immer so einsam und verlassen, wenn er einfach so in eine, wenn man den so von der Seite sieht, so in eine Richtung. Mein Leben macht keinen Sinn mehr. Okay, ja, mit dem muss ich halt nicht mehr reden. Das spare ich mir jetzt. Oder müssen wir mit dem reden? Doch, wir müssen mit dem reden, wegen dem Ei. Bam, 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 bam. Oh. Bam, bam, bam. Oh mein Gott! What? Penis! Musst du immer so sagen, wenn der kommt. Penis Junior! Ich hab meinen Rivalen immer nach Beleidigung genannt, so wie Arsch. Ja, das hat, glaube ich, jeder irgendwie mal gemacht. Oder irgendwie Hitler oder sowas. Wenn man ein bisschen älter wurde und wusste, wer Hitler war. Wie vorhin schon gesagt, habt ihr mein Arena-Video auf Twitter geschickt. Würde mich selber einen Kommentar freuen. Muss jetzt weg, viel Spaß haben bei das Stream. Jo, alles klar. Sehe ich dann auf jeden Fall. Danke dir dafür. Und Dankeschön für. Ja, und nachher. Nein, bis denn. So, ciao. Oh Gott. So, wir wissen, wie man Pokémon fängt. Yo. Ein Sonnenkern und ein Zünderquiel. Niemand war immer lustig. Niemand hat ein Pokémon geklaut. Niemand hat ein Pokémon geklaut. Polizei! Ich bin uninteressant. So, auf zurück nach Cherry Grove und dann weiter tu's anders nebenbei. So, ich möchte dieses Kabel hier bitte weg haben. Obwohl, natürlich müsste das eigentlich auch geladen sein. Ah, meine Hände schwitzen. Hab ich, glaube ich, schon mal gesagt. Kann Kokuna denn jetzt hier auch was anderes als Härtner und so? Kann es wie Geofissur mit 100%iger Trefferquote oder sowas? Boah, ich hatte mal ein Nidoking von einem Freund geschenkt bekommen. Das konnte Hornbohrer so gut wie immer einsetzen. Das hat immer getroffen. Und dann auch alles voll mit AP Plus und sowas. Voll geballert. Das war wirklich das war das schlimmste Pokémon, das ich glaube ich. Ja, gut, das Level Up wäre das Geschenk gewesen, aber egal. Das war das heftigste Pokémon, das ich jemals gesehen habe. Hallo, uninteressant, ich bin Polizei. Es ist genau wie, hallo, bin ich bei der Polizei? Nein, ich bin bei der Polizei. Sie sind irgendwo da draußen und telefonieren mit mir. Hast du gerade Geofrisur gesagt? Nein, nein, Quatsch, Geofrisur? Geofisur heißt das. Das hat aber damals wirklich jeder gesagt, oh, Geofrisur. Einfach weil es niemand besser wusste. Irgendwann fand man es witzig, deswegen hat man das gesagt. Und dann fand man es einfach nur noch schlecht. Kleinstadt hat eine Geo-Frisur, ja, das stimmt. Mit hochgegelten Haaren.
Der hässliche Sprite aus der blauen Edition und roten. Wie viel sind denn eigentlich noch am Start? 129 immer noch. Nice! Ladybug! Friss meine Flammen. Holtet ihr Pocken-Tournament? Ich weiß noch nicht. Mein Bruder hat es für die Wii U. Ich habe mir vorgenommen, ich probiere es erstmal. Wow, ist der richtig viel gebracht. Ich habe mir vorgenommen, ich probiere es erstmal da, ob mir das überhaupt so zusagen würde. Und dann kann ich immer noch überlegen, ob ich mir das für die Switch hole oder nicht. Das nächste, was auf jeden Fall erstmal ansteht, ist Mario Odyssey. Und dann habe ich eigentlich auch erstmal genug. Ich glaube, dann wirkt das Gift der Sucht. Das süchtig machende Gift. Nee. Sandred. Mentes. Was denn? Ich hab gesagt wegen dem Discord und der Experience. Ach so. Aber das habe ich selber gar nicht gewusst. Okay Leute, wegen dem Discord Server, wir haben ja hier unseren Server admin mit persönlich da. In der Nase bohre. Der kümmert sich ja um einen Discord-Server. Und wie ich jetzt gerade eben erst erfahren habe, man muss Twitch und Discord verknüpfen. Also ihr müsst dann bei Discord einfach in die Einstellungen gehen, das mit eurem Twitch dann verknüpfen und dann bekommt ihr Erfahrungspunkte. Dann noch Ausrufezeichen Connect in den Chat eingeben und gut, also dann in den Chat Ausrufezeichen Connect eingeben, dann bekommt ihr einen Link und genau, den dann halt einfach nutzen und dann verknüpfen, dann bekommt das, dann passiert das mit dem XP auch. Entschuldigung, das habe ich selber nicht gewusst. Und Subscriber werden jetzt übrigens auch angezeigt. Das ist natürlich nice, sehr schön. Das heißt, es lohnt sich jetzt umso mehr, mich zu abonnieren auf Twitch, weil dann werdet ihr nämlich auch auf Discord angezeigt, dass ihr abonniert habt. Dann seid ihr die richtig coolen Kids auf dem Schulhof. Dann könnt ihr nämlich sagen, ey, wenn ich bei Lenny auf dem Discord gehe, dann steht da Subscribed. Das ist voll cool, ja? Geh mal weg mit deinem Fidget Spinner. Ich bin viel cooler. Sagt der Moselle mit dem Fidget Spinner da sitzt denn jetzt mit dem Fidget Spinner da? Ah, Pizza und ein Stream. Oh, das wäre auch. Pizza ist so episch. Ich mag Pizza. Der epische Hamster. Hamster sind echt episch. Scheiße! Ah, wieso setze ich eigentlich gerade Tackler ein? Schaust du Rick und Morty? Nein! Lenny, was hältst du von Pokémon Mystery Dungeon, insbesondere Explorers of Sky? Ich habe Pokémon Mystery Dungeon Team Blau angefangen, muss ich auch noch weiterspielen. Finde ich an und für sich ganz nice, aber ich habe es noch nicht zu Ende gespielt. Das muss ich auf jeden Fall noch machen. Ich bin der von Saskia. Ah ja, stimmt, mit dem habe ich auch schon rumgespinnt. Ich bin tot. Nur wegen dem Fidget. Der Fidget Spinner hat mich getötet. Er ist schuld, dass ich jetzt hier wieder durch diese ganze Graskacke laufen muss. Okay, machen wir das nochmal. Ich kapiere das nicht. Warum ist das jetzt cool? Hä? Können wir es mal verraten? Ja.
Das ist geil, wenn es ein USB-Kabel dafür gibt, fürs Handy, man dreht und lädt es auf, dann hätte es einen Sinn. Und dann laufen, ich hab nur noch 5%. Ich muss meine Mama noch anrufen. Ich muss meine Mama noch. Ach so, ich verstehe das nicht. Wenn man so eine Klinge dann machen könnte, die so das hin. Ja. Lebst du eigentlich nur von YouTube und Twitch etc. oder arbeitest du auch? Nee, ich bin Vollzeit-YouTuber. Now. Und ja, jetzt halt auch Twitch-Streamer. Since the last time. Kam bestimmt schon aber schon irgendwie auf die Idee. Ja, anders als die Erfinderin von den Fidget Spinnern selbst, weil die konnte sich 2005 das Patent nicht mehr leisten und geht jetzt komplett. Sieht komplett leer aus, obwohl das Milliarden einbringt. Das ist halt echt. Wen interessiert das? Das ist halt, nein, also mal jetzt mal ganz im Ernst, das ist halt schon wirklich sad. Das ist halt wirklich extrem sad. Achso, ich dachte, das ist irgendwie ein Elektro-Taser, so. Ja. Brenn, kleine Schnecke, brenn! Schnecke, Schlange. Ja, ich hab grad wegen Snake. Hallo, ja, ist okay. Snake heißt. Fakt Nummer 9. Oh, ich muss ja gegen den Lutscher nochmal kämpfen. So, jetzt aber mal mit ein bisschen mehr Concentration. Jetzt bin ich ja ein bisschen mehr gestartet. Wie wird man Twitch-Partner? Inzwischen kann man sich bewerben. Allerdings muss man dafür halt gewisse Kriterien erfüllen. Beziehungsweise, es gibt zwar so Kriterien, die man halt so erfüllen sollte ungefähr, aber so, das wird jetzt halt nicht so mega ernst genommen. Das wird halt nach wie vor individuell entschieden, wenn du halt wirklich wenn du halt auch so starke Streams machst und eine Bereicherung für das Twitch-Team wärst, dann nehmen die dich auch so an. Aber man muss halt einmal die Woche streamen, man muss halt ein bisschen was an Zuschauerschaft haben und ja. Das Video zu den schlechtesten Sprites aus Pokémon Grün gab es schon. Ich habe es fertig geschnitten, habe angefangen, das Ganze zu bearbeiten und habe das ganze Video gelöscht. Weil ich habe das, so wie ich das Video gemacht habe, ist so, nach, so das, was ich halt so dazu gesagt habe, so wie ich die Sprites beschrieben habe, passte dann irgendwie letzten Endes dann irgendwie doch gar nicht mehr so auf das, wie es halt eigentlich wirklich aussieht. Deswegen war ich dann völlig frustriert, habe dann 6 oder 7 Stunden Arbeit weggeschmissen und habe dann das Ganze dann einfach komplett über den Haufen geworfen. Ich werde das bestimmt nochmal machen, die sehen halt eigentlich alle scheiße aus. Also in Pokémon Grün gab es, glaube ich, keinen einzigen Sprite, wo man halt wirklich sagen konnte, so, boah, der ist geil. Die sahen halt wirklich alle irgendwie relativ schwach aus. Mal gucken. Also das Video gab es schon, es war schon so gut wie fertig, aber es hat mir nicht gefallen, so wie ich das gemacht habe, und was mir nicht gefällt, das lade ich nicht hoch. Und dann habe ich das einfach alles gelöscht. 6 oder 7 Stunden Arbeit weggeworfen, Alter. Das war unschön. Aber es passiert. Es passiert. Es passiert. Ja, gleich. Ich spiele gerade Soul Silver, der Typ hat einfach mal 6 Pikachus, why, Bro? Aber stimmt, ich glaube, das war ein Pokémon-Fan, ne? War der vor Oliviana City? War das nicht der sogar? Ich weiß ja gar nicht mehr genau. Ash of Craig. Schlauch.
So, der Käfersammler Don schickt mir ein Ladybug. Aber ich schicke es zurück, dort, wo es herkommt. In die Hölle. Oh, oder auch nicht ganz. Ja, damit habe ich jetzt nicht so ganz gerechnet. Das war ungeplant. So wie, ja. Ja, dann nehme ich das nächste Mal den Mund nicht ganz so voll. Psychstrahl! Warum machst du so... Oh, zum Glück auch nur 4 KP, ey. Das hätte mich jetzt gerade echt kaputt gehauen. Nein! Nein! Leg mal deinen Tick aus. Apfelsaft. Nein! Apfelsaft. Servus, Apfelsaft. Ja, man sollte Apfelsaft nicht trinken wie Wasser. Sehr schön. Das ist das stärkste Ladybug, gegen das ich je gekämpft habe. Leck mich doch am Arsch. So, ich brauche auf jeden Fall erstmal neue Tränke. Neue Tränke. Huch. Es gibt keine Tränke. Es gibt aber Rage Candy Bars. Wutkekse. Und ich kann mir höchstens einen davon leisten. Nein, immerhin besser als gar nichts. Daher brauche ich ihn und dann gibt's wieder Stress. Ladybug too strong. Ja, das war jetzt irgendwie echt eigenartig. I don't get this. Wir hauen mal wieder ab. Echt? Ihr wollt schon wieder. Ja, gut. Alles klar. Dann, ich bedanke mich für diese großartige Überraschung. Jo. Ist euch wunderbar gelungen. Mach's gut. Bis denn. Und winke zum Chat, zum Stream. Aber du kannst ruhig ein bisschen offen lassen. Handy? Kannst ruhig offen lassen. So. Tschüss. Ja, das war echt Wahnsinn. Ich hab damit echt nicht gerechnet. Die kommen hier einfach rein mit dem Bobby Root Theme auf der Box oder. Ich dachte erst so, was geht jetzt denn? Ich habe wirklich erst verwundert, was geht jetzt denn? Wohnst du in einer Wohnung oder Haus? Ja, es ist quasi ein Haus, aber irgendwie auch eine Wohnung. Also irgendwie beides. Das ist halt so eine Wohnebene. Und sind noch so ein paar. Oh, Blood for Bloody! Dankeschön für deinen Sub! Blood for Bloody! Blut für blutig. Interessanter Name. Sehr schön, das ist nett. Wo ich jetzt mal so gerade über Subs und Abos und sowas nachdenke, ich habe ja immer noch ein Abonnenten-Special zu 300k offen stehen. Muss ich auch nochmal machen. Hey, das habe ich ja richtig vergessen. Aber geht da gar nicht. Ach, der kämpft gar nicht, ne? Ich glaube, da stelle ich so rum wie so ein. Keine Ahnung was. Pikachu! Ich hätte mir gerade einen Pokéball holen können. Habe ich natürlich wieder nicht gemacht. Ein bisschen selber schon und finde ich das schon. Aber naja, gut. Bin ich bescheuert? Ist die ROM-Defekt oder warum die Grafik-Bug? Oder ist das absichtliche Provokation? Das ist absichtliche Provokation. Ich weiß, was Provokation ist. Ich habe das jahrelang mitmachen dürfen. Nein, das ist einfach nur schlecht gecrackt, glaube ich. Zwar schade, aber man kann es tatsächlich nicht mehr ändern. Zumal alles andere, also ich hätte jetzt mir auch gerade eine IPS-Datei runterladen können, aber die hätte ich dann wieder erst patchen müssen, da hatte ich dann echt keinen Bock drauf. Ja. Schon wieder ein Pikachu. Hör mal auf, mich zu triggern. Nur weil ich keine Pokébälle habe, nur weil ich schwarze Haare habe ich gar nicht. Ich habe braune Haare. Sieht man aber nicht im Stream. Egal. Lass mich in Ruhe. Warum greife ich das eigentlich gerade an? Das wollte ich eigentlich gar nicht. Lass mich in Ruhe. Geh weg. Na komm, ich greife dich an. Weißt du schon, was du ins Team nehmen willst?
Da mache ich mir. Ich will auch erstmal gucken, was es hier so gibt, weil Pikachu und Sonnenkern hat es ja hier in den ersten Wesen, in dem Original auch nicht gegeben. Und deswegen schaue ich erstmal so, was es hier so gibt. Nur weil ich dick bin! Nee, und deswegen. Ich versuche das diesmal wirklich ein bisschen auszubalancieren, weil ich habe das. Ich bin halt wirklich eigentlich so einer, ich spiele das Spiel, mein Start ist immer mein stärkstes Pokémon, das ist allen anderen so 30 Level voraus. So, und dann fange ich halt irgendwann später so in der Siegestraße oder sowas, fange ich dann halt einfach irgendwie so welche auf Level 50 und so und versuche das dann halt irgendwie so ein bisschen anzugleichen. Ich habe eigentlich immer so richtig unbalanciertes Team. Liegt aber auch daran, dass ich einfach zu faul bin, um zu trainieren. Auch wenn das eigentlich der Sinn des ganzen Spiels ist, aber naja. Schon einen Shiny gefunden. Nein, wir haben gerade eins gesehen. Es gehört aber nicht mir, es gehört meinem Rivalen. Und die Shiny sind in der zweiten Generation, glaube ich, sogar stärker. Die sind nicht nur bunt, die sind auch stärker. Ich habe Y-Brow neulich in den Top-Comments bei Klängern gesehen. Echt? Das ist ja geil. Das ist richtig cool. Eine Elite und 300k-Special. Gib einen Zeitraum von vielleicht einer Woche vor, in dem deine Abonnenten ein Pokémon-Hack machen und ihn dir schicken müssen. Und die drei Besten haben etwas gewonnen und werden von dir vorgestellt. Das wäre natürlich eine ganz coole Idee, aber eine Woche ist ein bisschen wenig Zeit für mich, oder? Ich weiß es nicht. Ah, ich bin ein Angebot hier. Sie haben meine Zange entführt. Also weiter geht's. Entschuldigt. Aber das musste jetzt sein, bevor die Kohlen down gehen. Wie lange streamst du heute? Oh, mal gucken. Ich habe gerade eben so überlegt, mache ich um 10 Schluss, aber ich weiß es noch nicht. Das Ding ist aber, dass ich nachher mich noch an ein Video setzen wollte, so zum Skripten so ein bisschen. Muss ich nämlich auch noch machen. Und nachher dann noch mal bei meiner Freundin bin. Deswegen ist 10 vielleicht so eine ganz humane Zeit für mich heute zum Aufhören. Aber mal gucken. Mal gucken, wie viel Bock wir nachher noch auf dieses Kackspiel haben, wenn es 10 Uhr ist. Schaust du CEO ab und an, ja? Im Moment nicht mehr so viel, aber ab und an schaue ich da nochmal rein. Der CEO und ich wollten eigentlich auch immer mal was gemeinsam machen. Das haben wir irgendwie nie auf die Reihe bekommen. Es ist mit so vielen Leuten so. Mit Malternativ wollte ich auch schon immer was machen. Mythos of Gaming und ich wollten eigentlich auch noch was machen, aber der meldet sich irgendwie auch gar nicht bei mir. What about money for the same? Ah, nee, muss ich nicht. Deswegen, schlechtes Vorbild. Ja. Das stimmt. Aber bin ich vielleicht ein gutes Vorbild, wenn ich sage, dass ihr nicht rauchen sollt? Und zwar gar nichts. Weder Shisha noch Zigaretten noch sonst irgendwas. Macht das nicht. Oh, oder nächstes ab rein. Patoriku Gaming. Dankeschön. Für deinen Sub. Patoriku Gaming. Das hört sich so japanisch an. Ist das japanisch? Soll das japanisch sein? Kopfnuss. Genau. Das ist der erste Stream, den ich von dir schaue. Der ist echt geil. Dankeschön. Und dann auch noch gleich der erste richtige Partner-Stream. Das letzte Mal war ja so spontan, irgendwie so mittendrin so und auf einmal wurde ich Partner. So und ja. Dankeschön. Ich rauche nicht, weil es cool ist, sondern weil es mir gefällt. Abgesehen davon rauche ich gar nicht. Was? Ich rauche nicht, weil es cool ist, sondern weil es mir gefällt. Abgesehen davon rauche ich gar nicht. Okay. Ja, ja, Lenny Patoriku ist japanisch. Okay, und was heißt das? Patoriku. Heißt das Patrick? Patoriku? Es könnte Patrick heißen. Hab's zwar noch nie Shisha geraucht, aber stell's mir sehr chillig vor. Ja, also ich darf ja, glaube ich, gar keine Werbung für Tabaksachen und so weiter machen, deswegen begebe ich mich gerade eigentlich voll in so eine Grauzone.
Aber ja, raucht einfach nicht. Nicht bevor ihr 18 seid und das selbst entscheiden könnt. So, gegen den jungen Herrn mussten wir jetzt kämpfen. Da wurden uns Bäume in den Weg gelegt. Ach, nicht nur Steine, sondern gleich ganze Bäume. Aber gegen so einen Käfersammler sollten wir ja... Ja, ich erinnere mich gerade an Lady war zurück. Paras Level 8 und ein sehr enorm geschwächtes Feuerriegel, das sich in 3 Leveln auch mal wieder entwickeln dürfte. Wie viel sind wir denn eigentlich noch? Patrick, ha, wie du gesagt. Es heißt Patrick. Du elender Raucholiker. Ja, ich bin euch, also heute bin ich euch eigentlich echt ein schlechtes Vorbild. Das stimmt schon. Erst den Apfelsaft hier, dann zum Shisha. Aber es ist so zur Feier des Tages, oder? Ich bin jetzt eh tot. Jawoll. Ganz eine Scheißweg wieder von vorne. Geil! Leck mir die Eier, Alter. Nice! Keine Kohle mehr. Das ist cool. Ja, 129 Punkte, Alter. Wow, Baby! Leck mir am Arsch. Aber wisst ihr was? Feuerregel entwickelt sich auf 14, 16? Echt? Auf 14 schon? Wieso weiß ich denn sowas nicht? Das habe ich immer gespielt. Bist du dir sicher, mein Freund? Ich bin mir gerade... Es kann sein, aber wenn, dann habe ich das irgendwie echt vergessen. Eigentlich doch nicht. Ich dachte, es wären nur 100 Dollar. Ah, mein Leben ist so schön. Wenn du den Carpador-Trainer triffst, Wenn du den Carpador-Trainer triffst, seine Carpador sich jedoch alle zu Garados entwickelt haben. Why, Bro? Was für ein Carpador? Ach so! Den Dingens. Ich glaube, jetzt weiß ich. Es ist wirklich 14. Okay, krass. Warum weiß ich das? Schande über mich, Alter. Ich hab das... Aber nee, doch, ich glaube, ich erinnere mich gerade wirklich, dass ich das ein bisschen eher... Ja, doch, ich glaube. Ich überlege gerade, ob ich das nicht sogar mal in einem Video gesagt habe. Irgendwas war da auf jeden Fall mal. Ach, es ist ja auch egal. Jedenfalls, nicht mehr viel. Dann haben wir endlich Iglava. Und vielleicht wird das Ganze dann hier auch mal ein bisschen stärker. Aber wohl stärker, die wilden und die Trainer-Pokémon sind hier echt ein bisschen stärker. Und mehr. Ich hasse es. Was ist das für ein Game? Das ist Kristall Kaizo. Und ich hasse es. Jetzt schon. Wo noch gar nicht so viel passiert ist. Das ist Pokémon. Das würde Stinks genauso sagen. Ah, herrlich. Jeder Franke einfach. Hol dir damit einen Poke-Döner bei der Gerät jetzt auch mit Rizeros-Fleisch. Was? Seid ihr da ein bisschen verwirrt? Ach komm, den hauen wir jetzt mal weg. Wenn du ein Glumanda willst, ist mühselig zu Glurak entwickelt und es kein Fliegen erlernen kann. Why, Bro? Ja, in der ersten Gen war das ja dann noch so, das stimmt. In der zweiten haben sie das geändert. Ich glaube sogar, haben sie das nicht in der gelben... Ja. Irgendwas haben die schon in der gelben geändert. Ich weiß nicht, ob das jetzt das war oder ob das was anderes war. Ich glaube, es war aber in der gelben. Also ab der gelben Edition konnte Glurak, glaube ich, sogar schon Fliegen erlernen. Wenn ihr glaubst, so Game Freak hat heimlich einen Hass auf Laster. Ja, wahrscheinlich. Ich meine ganz ehrlich, das würde halt alles erklären. Alles. Sogar die Frage, wer... Keine Ahnung. Der SpongeBob ist, das wollte ich nicht gerade sagen, und das weiß man ja jetzt inzwischen auch schon. No!
Wisch, der macht sich einfach mach, ich gebe dem Kleinen erstmal eine Beere, dann kann er sich mal ab und zu ein bisschen selber heilen. Wie viel KP hat denn der jetzt noch übrig? Ja, 8 KP, dafür gebe ich dem jetzt keinen Trank. Das ist relativ witzlos. Mach die Musik. Beckmann Ruden sollen Etzela echt lecker sein, tatsächlich. Ja. Aber erst jetzt. Davor nicht. Ich glaube, ich hätte mir wirklich halt einfach das Pikachu fangen müssen, weil dann hätte ich jetzt eine Chance gegen Krabi. Im rot-gelb-blauen Haus. Verdammt, die Regierung ist gescheitert, das Militär ist tot und die Polizei kann auch nichts machen. Wir haben noch einen Ass im Ärmel, schickt den 10-Jährigen. Ja, Mann, das war, glaube ich, die allererste Folge Unlogische Dinge in Pokémon. Kann das sein? Schicken Sie die Crew wieder weg. Ja, die mussten leider gerade eben schon wieder los. Aber ich bin ja noch da. Nicht? Schade. Wie auch immer. Krabi wird jetzt erstmal weggedeckt. Wenn das ein Critical Hit war, dann aber gut nach. Hast du mit Alblali regelmäßig Kontakt? Nee. Leider nicht. Leider nein, leider gar nicht. Nee, also ich hatte mal mich mit ihm schon mal unterhalten, mehrmals, so wegen, weiß nicht, irgendwie mal so Kontakt und Schreiben und sowas. Sagt halt immer so, ja, schreib mich einfach mal an. Inzwischen sind wir immerhin schon ein Stück weiter, dass er mir auf Twitter folgt. Aber so rein kontaktmäßig ist ja sonst noch nicht allzu viel passiert. Aber kommt bestimmt noch. Irgendwann mal, eines Tages, one day, I believe in that. So, ich hoffe, wenn ich ihn jetzt tackle, dass er sich gleich mit einer Beere heilt oder sowas. Ansonsten, wenn nicht, dann... Ich glaube, ich brauche noch zweimal tackle. Es sei denn, er macht... Ja, jetzt ein Critical-Hit. Obwohl, er kann sich nur einmal mit einer Beere heilen oder sowas. Ne? Wie ist Y-Bro entstanden? Ich habe mir einfach die Sprites von der gelben Edition angesehen. Und mache mir dann halt immer so ein bisschen so Gedanken. So wie wirken die auf mich? Wie schauen die? Was machen die? Wie stehen die da? Und Lamus stand halt einfach da, völlig fassungslos und überhaupt, warum mache ich das? Ich bin der... Okay, das hat zum Glück funktioniert, Alter. Und Lamus stand einfach da, völlig fassungslos und entsetzt und es hat mich... Ach du Heiliger. Es hat mich quasi angeschrien, als würde es mich fragen wollen, why, Bro? Why are you doing this? Ja, okay, Ende. Oh, noch nicht ganz. Aber gleich. Das Problem ist, dass ich wirklich einfach zu wenig Geld für Tränke und sowas habe. Und auch für Pokebälle. Das heißt, ich kann mir noch nicht mal jetzt irgendwie ein krasses Pokémon fangen oder so. Ja, Ende. Tut mir leid. Wie findest du eigentlich Stream On von der Telekom? Sind wir irgendwie gerade beim heiteren Handyvertrag geraten? Nee, ist tatsächlich ein Grund für mich zu wechseln. Hatte ich eigentlich eh vor. Bin derzeit bei O2, würde aber eigentlich gerne zur Telekom wechseln, allein weil das Netz da einfach besser ist. Ich finde das schon ziemlich cool, muss ich wirklich ganz ehrlich sagen. Ich finde auch von Vodafone das Angebot cool, Volkrieg ist tot, Alter, tot. Ich finde auch das Angebot von Vodafone cool, dass man die Gigabytes aus seinem vorherigen Monat wieder mitnehmen kann. Das finde ich extrem nice. Ich sag zu Feurige immer Feuerigel. Ja, es ist ja letzten Endes auch ein Feuerigel. Deswegen heißt es ja auch so. Ach, du sagst zu Feuerigel immer Feuerriegel. Ah, das ist natürlich was anderes. Was anderes. Ich hab grad so gepfiffen. Das mach ich da, ich hab keine Ahnung. Aber ich fand es gerade cool, dass ich so
Ey, jetzt muss ich wirklich nochmal Level upen, damit er sich entwickelt. Are you fucking kidding me, bro? Auch die Uploads auf YouTube verbrauchen kein Datenvolumen. Ja, so ist es. Ich find das cool. Ist es ein Vogel, ein Flugzeug? Nein, es ist Dura. Nee, doch ein Vogel. Nein, es ist Dodu. Essen Sie jetzt den neuen Feuerriegel von der Lenificate GmbH. Was ist denn mit euch los, Leute? Habt ihr heute irgendwie einen Clown gefrühstückt? Hat er irgendwie komisch geschmeckt? Wisst ihr was? Ich kämpfe jetzt gegen diese Olle da gleich. Und hoffe, dass ich gewinne und nicht verliere. Es sei denn, ich bekomme jetzt hier gleich ein Level ab. Aber dann bekomme ich wieder mal ein bisschen Geld. Weil das Geld ist in der Echt. Ich weiß gerade gar nicht, wie viel Geld man hier bekommt. Aber es kann nicht allzu viel sein. Oh mein Gott! Es ist sich am entwickeln! Jo, was geht ab? Jawohl! Ignama ist am Start! Mates! Oh, gegen die muss er gar nicht kämpfen. Und ich weich da ständig aus wie so eine Pflaume. Guten Abend, Glückwunsch zur Twitch-Partnerschaft. Vielen lieben Dank. Dankeschön. La, 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 la. So, dann geht's mal hier weiter. Diese Moves, Lenny während der Evolution. Ja, es. Ich habe ja letzten Endes nur das nachgemacht, was jetzt geschehen ist. Streamst du jetzt öfter wegen der Partnerschaft? Ja, auf jeden Fall. Wird ja auch gewünscht von Twitch. Also ich glaube, einmal ist glaube ich sowieso Minimum. Aber macht halt sowieso, ja. Wenn man jetzt halt eben so Partner ist, ist halt schon ein geiles Gefühl. Also macht schon Spaß. Macht schon Spaß in der Macken. Konkrete Tage im Sinn. Nee, noch nicht so ganz, aber ich versuche das Wochenende öfter zu nutzen. Gerade der Montag ist eigentlich relativ schwierig. Ich wurde ganz oft schon von euch angeschrieben, dass ihr geschrieben habt, so, ja, Montag passt mir eigentlich gar nicht und Montag ist irgendwie blöd und so. Ist halt auch irgendwie Wochenanfang. Mein Gedanke vorher war halt irgendwie so, Montag, Wochenanfang, man kommt irgendwie genervt von der Schule oder von der Arbeit wieder, sehnt sich irgendwie nach dem Wochenende und so durch den Stream habe ich halt dann versucht, so ein bisschen so Wochenende-Feeling wieder zurückzubringen. Aber was letzten Endes halt unter anderem halt die Schwierigkeit ist, so Größen wie Gronkh zum Beispiel haben halt Montag auch ihren Standardtag. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich jetzt vorbereitet bin auf diesen Kampf, aber es ist mir jetzt auch scheißegal. Und die anderen Tage so bieten sich halt einfach besser an. So, wenn ihr jetzt mal seht, so, es ist jetzt Samstagabend und alle wollen weg. Alle wollen weg. Nein. Und wir sind 131 Leute, so, das schaffen wir an keinem Montag. Gut, könnte jetzt auch an dem Spiel liegen, aber ich gebe da dem Wochenende einfach auch ein bisschen mit die Verantwortung dran, dass das jetzt einfach heute so gut läuft. Ja, deswegen. Samstag wäre am besten, da man am Sonntag nicht arbeitet. Ja, oder halt Sonntag, weil man am Sonntag nicht arbeitet. Aber, nee, es stimmt schon. Also, Samstag, so abends oder sowas. Ich werde ansonsten vielleicht auch mal irgendwie vormittags oder sowas halt auch mal spontan irgendwie streamen, wenn ich halt mal irgendwie Zeit habe. So, und dann, es gibt Leute, die Sonntag arbeiten. Ja, es gibt Leute, die arbeiten 24/7, das stimmt schon. So, aber, ja. So, Minjung. Jetzt muss ich erstmal gucken, ich habe... Ich habe die ganze Zeit einfach 5 Pokébälle gehabt. Und ich habe nichts gefangen.
Läuft bei mir. Cheatercore, dankeschön für deinen Sub. Ah, ich hätte die ganze Zeit was fangen können. Ich habe 100 Pikachus besiegt. Ich habe gezählt. Nein, habe ich nicht. Aber das nervt mich jetzt. Aber okay. Das war kein Stampfer, ey. Ich will mal gerade gucken, was jetzt mehr abzieht. Glut oder Tackle? Weil Tackle ist eigentlich relativ scheiße. Oh, damn, son. Tackle hat so eine richtige schwache Attacke eigentlich. Ja, komm, aber Glut. Bevor ich jetzt hier zweimal Tackle machen muss, also. Dein erstes Emote, Lenny Wybro. Safe. 100 Pro. Das ist, also, ich wollte eigentlich heute schon anfangen, meine Emotes zu bearbeiten. Ihr habt ja gesehen, dass es jetzt auch schon diese Sub-Badges gibt. Also das Zeichen vor dem Namen. Aber dann, ich muss ja erst so ein Präfix halt irgendwie andingen, so halt so bestätigen lassen oder halt, ja, bestätigen lassen. Genehmigen, so. Und ja, da warte ich jetzt noch drauf, dass das akzeptiert wird. Ich bin wie heißt das? Intoxikiert. Vergiftet. Ich bin vergiftet, okay? Ich bin vergiftet. Ich will das nicht. Ja, du kleine Memme, du. So, Pack. Antidote. Wo bist du? Da. Inlendifiziert. Ah, das war's, genau. Nee, ich glaube intoxikiert. Ich schau doch grad Dr. House, ich muss doch sowas wissen. Oh nein, du wurdest PlayStation Network, ja. PSN. So. Jetzt will ich mal kurz gucken, ob das ungefähr denselben Effekt. Ja, cool, es ist halt nicht sehr effektiv jetzt. Wann du streamst, ist fast egal. Man kann es eh nie allen recht machen. Irgendwer meckert immer. Ja, das ist halt natürlich wahr. Aber die Sache ist halt, dass ich halt natürlich so vielen Leuten wie möglich es recht machen möchte. Dass es nicht bei jedem geht, weiß ich. Aber die haben dann natürlich immer noch die Möglichkeit, sich dann halt das Video dann im Archiv anzugucken. Oder sich das nächste Mal freizunehmen. Oder sie warten. Oh, nein! Oh, bitte! Bitte überlebst! Warte! Bitte! Ich habe keinen Trab mehr, oder? Aber der hat eh noch ein Pokémon. Ist mir egal. Fürs Gefühl. Ja. Das war... Ne, da kommt aber jetzt noch einer, ne? Glaube ich. Ja, wer kommt? Okay, eventuell One-Hit, eventuell... Oh, bitte, mach jetzt nicht irgendwie so einen Scheiß wie Ruckzuck-Hit oder sowas. Oh, bitte One-Hit. Ja! Ja! Ich hab mich noch nie so darüber gefreut, gegen einen Trainer in der ersten Stadt zu gewinnen, aber... Damn, Dagger. Dagger, hat mich der Pixar aufgeregt. Uah. Und es ist ein Pokémon. Ich schwöre bei Gott, wenn ich jetzt hier gleich gegen will, geht doch. So, ab ins Pokémon Center. Unbesiegt. Ich bleibe unbesiegt. Ja, ich denke, es sollte eher nach dir gehen. Ja, ich meine... Am Ende des Tages muss es halt natürlich nach mir gehen, weil wenn ich keine Zeit habe, kann ich nicht streamen. So. Wenn ich keinen Bock habe, also wirklich keinen Bock habe, so, dann streame ich halt auch nicht. So, das kam jetzt bisher ein oder zweimal in meinem ganzen Leben vor, dass ich halt wirklich einfach zeitlich nicht hinbekommen habe. Aber ansonsten, ja, bisher hat es ja immer ziemlich gut. Habe ich es ja immer ganz gut hingekriegt. So, jetzt haben wir gleich 5. Jetzt sind wir in Viola City. Ein bisschen machen wir noch. Was ich jetzt auf jeden Fall mal gucken möchte, ist, ob das Rätsel vom Dingens vielleicht anders ist, wobei ich mir das nicht vorstellen kann. Also bisher so mega Kaizo, bis auf die stärken Trainer und sowas, ist es noch nicht. Aber ich möchte mich jetzt natürlich nicht... Was mache ich denn da? Ich möchte mich jetzt natürlich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Was mich bei
Pokémon Blau Kaizo. Verzeihung. Was mich bei Blau Kaizo sehr fasziniert hat, ist, dass die Städte eben auch anders aussahen. Die waren zwar, die, das hat sie zwar nicht. Okay. Das hatte zwar nichts damit Ästhetik zu tun, aber es war halt alles irgendwie. Ja, es war halt einfach mal irgendwie was anderes. Hier sind die Städte halt bisher noch gleich. Heißt natürlich nicht, dass das so bleibt, aber so, bleibt. Ich überspiele mal gerade eben. Ich save jetzt auch mal in-game. Ich gewöhne mir das jetzt mal an. So. Oh, ich liebe dieses Puzzle, ohne Witz. Das habe ich immer so gern gemacht. Zack, zack, zack. Ich habe immer bei den Ecken angefangen, weil ich immer genau wusste, wo die Ecken hingehören. Alles andere, ja, irgendwann auch. Nur hier bei den beiden. Bei den beiden, die verwechsel ich. So gut wie fast immer. Aber ich glaube, so ist es richtig. Oder die beiden. Hier, so diese beiden Mittelteile, oben und unten. So, die verwechsel ich oft. Die muss ich dann immer austauschen. Ich habe sogar irgendwann mal ein anderes Puzzle gefunden zu Aerodactyl. Und das war aber irgendwie ein Unfall, dass ich da hingekommen bin. Und seitdem habe ich das auch nie wieder gefunden. Ohne Scheiß. Ihr habt das. Ist das so? Nein. Habe ich das da unten wieder verwechselt? Oder? Irgendwas habe ich verwechselt. Ich glaube so. Ja, genau. Ich habe das Spiel auf jeden Fall. Ich habe dieses Rätsel dann auf jeden Fall irgendwie nie wieder gefunden. Und ich glaube auch bisher nicht mehr. Das ist sogar so lange her und ich hab da bisher so verzweifelt nachgesucht, dass ich sogar stellenweise überlegt habe, ob ich mir das eingebildet habe. Oder ob ich das mal geträumt habe, aber ich glaube, es gibt ein zweites Puzzle, oder? Yo! Der Zeboron! Dankeschön, Zeberon, du denkst jetzt 10 Euro. Ich denke, ich muss nicht sagen, wofür das Dankeschön ist. Hashtag, ich sehe nichts. Danke dir, mein Lieber. Saulieb und nett in einem. Saunied. Ist echt eine Niete. Nein, saunett, Dankeschön. Aerodactyl-Puzzle musst du ganz unten rechts sein, kommst du nur mit Surfer hin. Ja, guck mal, dann kann es sein, dass ich das deswegen nicht gefunden habe. Ich habe das bisher dann noch nie gefunden, aber ich habe das damals auch irgendwie nie gelöst bekommen. Aber da war ich auch voll jung. Da war ich ein Jahr alt. Ich bin in Beirut geboren, aber da war ich ein Jahr alt. An den Chat, wie lange geht der Stream heute? Nur bis 22 Uhr oder länger? Das kannst du auch mich ruhig fragen. Also eigentlich ja immer so bis 22 Uhr. Jetzt überlege ich gerade, ob wir heute noch mal ein bisschen länger machen. Ich weiß, dass euch das sehr gefallen würde, aber ich muss halt eigentlich noch ein bisschen arbeiten. Ein bisschen Skripts und sowas machen. Ja, so ein paar Minuten machen wir noch. Wir machen mal so ganz Freestyle einfach. Haben ja auch gerade eben durch die grandiose Überraschung. Also erstens, wir haben später angefangen. Zweitens, durch die grandiose Überraschung gerade eben haben wir auch ein bisschen was an Zeit verloren. Also an Gameplay-Zeit. Wobei das jetzt eigentlich nicht wirklich irgendwie was ist, wo man jetzt irgendwie sagen könnte, so ja, das ist jetzt voll doof. Aber wie auch immer, ich mache jetzt einfach erstmal ein bisschen noch und dann. Es gibt ein Puzzle, wo man nur über eine Häle rankommt. Vielleicht ist das ja das Aerodactyl-Puzzle, da kommt man über den Einheitstunnel dran, ob das Aerodactyl, ich weiß es nicht. Ja, wie gesagt, ich glaube, das ist halt wirklich das mit dem Dingens, mit dem Surfer dann da runtersurfen und so. Ist das eine besondere Vision? Eine besondere Version oder ein Bug? Das ist. Also diese Grafik-Bugs hier, diesen Bugs,
Aber das Spiel an sich ist Pokémon Kristall Kaizo. Kaizo gibt es von Pokémon Blau, von Pokémon Kristall und von Super Mario und ich glaube von etlichen anderen Spielen auch noch. Es ist halt einfach ein Hack, der um einiges schwerer gemacht wurde. Und ja, diesbezüglich. Ich weiß, wir gehen jetzt. Was machen wir jetzt als nächstes? Lass mal erstmal in den Künfenster Turm. Arena machen wir dann beim nächsten Mal oder so. Das ist kein Bug. Wow. Gut. So viel zu. Hier sieht alles gleich aus. Ja, gegen den müssen wir da wohl kämpfen. Ja, sehr asiatische Musik. Wir sind immer noch 136 Leute, das ist ja echt konstant. Nice! Zu viel Jasmin-Tee, ja anscheinend. Oder zu viel Sake, ich weiß es nicht. Eins von beiden. Natürlich muss es jetzt ein Quapsel sein, aber ich probiere es dennoch weiter mit Glut, weil Glut immer noch stärker als Tackle sein dürfte. Obwohl, guck mal, wie viel Tackle abzieht. No, ja, doch. Nein, sehr gut. Screamer, Jumpscare. Creepy. When you feel the music, maybe. Was ist an dieser Kaizo-Version anders? Also stellenweise sieht es anscheinend etwas anders aus, so wie dieser Turm hier. Dann ist dann sind die Trainer und die Pokémon um einiges stärker. Und es sind halt auch einfach andere Pokémon hier stellenweise. Also so, dass es einem irgendwie immer schwer gemacht wird. Bin mal gespannt, was da noch so alles auf uns zukommt. Cubone! Das tut böh. Ich schätze, ich habe keinen Trank. Nein, ich habe keinen Trank. Ich habe Pokebälle, aber ich kann keine fremden Pokémon. Na, doch, war richtig. Kannst du trotzdem 6 Pokémon mit dir führen? Ja. Ich kann. Yes, I can. Man. Oh Gott. Severin und Shinx haben sich lieb. Wunderbar. Meine Shisha ist down, glaube ich. Nein, ich hab die Kohlen im Tabakum. Verzeiht. So, sehr effektiv. Das müsste es gewesen sein. Ja, wunderbar. Ja, dann muss ich jetzt auf jeden Fall aber vorher nochmal raus. Kann ich hier überhaupt raus? Du kleines Mistvieh, Alter, verpiss dich bloß. Obwohl, Wasser. Scheiße, Dreck. Ich weiß nicht, ob ich soll machen. Wisst ihr, was ich mir mal richtig pussy jetzt? Ich safe state einfach und versuche das Viech zu fangen. Weil Meryl kann ich wirklich gut gebrauchen. Komm schon, do it, my friend, do it! Ja! Wow! Ui, toll! Gönnt sich der Lenny erstmal eine Shisha, gell? Rauchst du nur Shisha, ja? Nix anderes. Komm, jetzt aber!
Warum tippe ich überhaupt? Ja, mach dann mal weiter so. Prinzipiell musste ich das ganze Jahr eigentlich nur auf ungefähr ein Dreiviertel runterschießen und dann kam ich wunderbar fahren in diese. Ja, mach dann mal weiter. Aber hör auf, es nervt. Jetzt macht ihr das Scheiß wieder! Ich kotze. Was kannst du eigentlich, Alter? Nice, ich komme hier nicht mehr weg. Ich hasse Kaizo. War gerade so schön im Rhythmus. Das Pokémon sieht so creepy aus. Aber ein Griffel! Nice! Komm, besieg mich bitte. Oder lass dich jetzt One-Hit killen. Ah. Weißt du, wenn ihr schon nicht stark genug seid, mich One-Hit jetzt mit 5 KP zu killen, dann lasst es einfach ganz sein. Pff, mehr lang. Kann ich jetzt hier nicht weg? Ich laufe jedenfalls. Ich möchte hier raus. Bitte lass mich raus. Das hier ist ein Graus. Bam 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 so, wenigstens mal ein bisschen einer mit Eier in der Hose. Also obwohl das Viech brennt, ich kotze. Was ich jetzt, wie viel Geld habe ich jetzt eigentlich? 240 Pokédollar. 240 Pokédollar! Ja, damit lässt sich kein Brot verdienen. Lenny, erzähl mal, wie unsere Fahrt nach Hamburg war. Das habe ich gestern schon einmal kurz erzählt, aber ich glaube, da waren nicht alle da. Für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben, ich war ja vor zwei Tagen, in Zahlen 2, wollten wir nach Hamburg fahren, Schings und ich, weil ich eingeladen wurde von Logitech. Logitech hat nämlich im Rahmen der jetzt gewesenen E3 ein neues Produktportfolio und wollte das präsentieren in Hamburg, wo ich eingeladen war. Alles sehr spontan, hat aber alles wunderbar hingehauen. Wir wären halt mit dem Zug gefahren. Halt alles cool, so wir wären halt irgendwie bei Bielefeld, Hannover, Hamburg gewesen und halt durchgefahren. In Hannover sind wir dann in den ICE gestiegen, bis wir dann gemerkt haben, okay, der fährt halt irgendwie nicht weiter. Der ist auf unbestimmte Zeit verspätet er sich. Wir hatten einen relativ, was heißt unentspannten Zeitplan, aber es geht halt, also. Wenn wir in Hamburg angekommen wären, hätten wir eine Stunde Zeit gehabt und hätten dann halt... Wieso laufe ich da eigentlich da rum, wenn ich da gar nicht rum muss? Weil ich Lenny bin. Und weil ich ganz schön dumm bin. Jedenfalls stehen wir dann in Hannover fest und warten halt darauf, dass der ICE weiterfährt. Wir hatten halt 439.000 Grad im Schatten und es war halt eigentlich wettermäßig alles cool, aber auf einmal wegen Unwetter soll er sich dann da irgendwie... war dann halt irgendwie Stress. Haben wir gesagt, okay, Unwetter, wo auch immer das sein soll, aber wir mussten dann halt einfach warten, bis es dann zur Durchsage kam, dass der Zug ausfällt. Hey, und auf dem gegenüberliegenden Gleis würde aber gleich ein weiterer ICE nach Hamburg fahren. Wann, das kann er uns jetzt nicht genau sagen, aber der fährt. So, der ganze ICE steigt also aus, der ICE war voll. Dann kam der andere, der war auch voll,
dann steigt der ganze andere ICE, also dann steigt unser, wo muss ich denn hier lang? Dann steigt unser ICE in den anderen ICE, macht den anderen ICE komplett dicht und dann bekommen wir auch dort die Mitteilung auf unbestimmte Zeit verspätet. Später ist er dann halt auch ausgefallen und das zog sich dann den ganzen Tag so über. Das heißt, wir sind an diesem Tag nicht nach Hamburg gekommen. Ich war am Kotzen, jetzt hat mich abgefuckt ohne Ende. Und dann, ja, später, dann haben wir es uns in Hannover halt einfach ein bisschen gemütlich gemacht. Ich war ein bisschen bedröppelt, weil es halt mit Hamburg nicht funktioniert hat. Aber gut, wir haben dann halt so ein kleines spontanes Fantreffen dann in Hannover gemacht. Waren auch ein paar Leute da, ich glaube 4 oder 5 Leute waren da, die dann noch spontan hinzugekommen sind. War auch sehr chillig. Ja, dann ging's los. Dann wollten wir halt irgendwann auch wieder nach Hause. Aber hey, alles an ICE, was aus Hamburg kommt oder nach Hamburg hinfährt, lag komplett lahm. Es hat sich nichts mehr bewegt. Es war alles tot. Wir sind, glaube ich, abends um 8 sind wir dann mit einer Regionalbahn erst, konnten wir dann irgendwie erst fahren, obwohl wir irgendwie um 6 oder sowas eigentlich schon fahren wollten. Es war heiß, es war nervig, es hat gekotzt, der ganze Hannoveraner Bahnhof war voll mit Menschen, die eigentlich in Richtung Hamburg oder Berlin wollten. Es war echt ein Untergangsszenario, es war Apokalypse. Und ja, es war echt ein sehr beschissener Tag. Was war denn noch alles scheiße? Da war dann aber noch irgendwie was alles. Irgendwas lief dann noch nicht und dann, ach, keine Ahnung, es war ein scheiß Tag. Upsala. Dann waren wir in Hannover noch in der Shisha-Bar. Die Shisha war nicht so gut. Und das ist scheiße. Was war noch? Irgendwas. Es sind nur 100.000 Sachen schiefgelaufen. Es war wirklich einfach genervt. Ich bin zwar am Montag beim Stream dabei, werde aber im Chat nicht so aktiv sein. Hab um 20 Uhr ein CSGO-Liga-Match. Ja, halb so wild. Bei CSGO habe ich immer Verständnis. Anton. Natürlich muss es jetzt ein Anton sein, Mr. Bad. Ja, komm, jetzt erzähl mir drüber. Erzähl von dem Typen beim Chinesen. Ja, stimmt, dann auf der Rückfahrt hat sich dann, achso, unser einer Zug, den wir halt eigentlich nehmen wollten, der hat sich dann halt auch wieder Verspätung und ist dann irgendwie auch ausgefallen und bla bla bla. Also, was hat Logitech dazu gemeint, dass ihr da nicht aufgetaucht seid? Ja, ich war dann halt natürlich in Verbindung mit meinem Netzwerkmanager, der dann halt Bescheid gesagt hat, so ja, läuft halt leider nicht. Zum Glück sehr korrekte Menschen, die dann gesagt haben, ist überhaupt gar kein Problem. Wir waren auch nicht die Einzigen, das haben einige nicht geschafft. Also für Logitech ist das Event mehr oder weniger auch ins Wasser gefallen, weil halt wirklich so viele Leute nicht konnten. Und ja, demnach war es halt für uns ärgerlich, für die halt natürlich auch, aber es war jetzt halt nicht weiter schlimm oder sowas. Also ich muss jetzt auch nicht irgendwie Ausfallgebühr oder sowas zahlen, halt irgendwie eine Strafe zahlen, dass ich jetzt nicht da war oder so. Es wäre halt echt verdammt schön gewesen bei Logitech, einfach da so, aber naja. Dann waren wir halt später, bevor wir nach Hause gefahren sind, hat man dann noch ein bisschen Zeit, waren bei einem Chinesen essen. Und wenn ihr aus Hannover kommt, dann müsst ihr mal auf den Typen achten, der bei dem Chinesen an der Kasse steht. Das ist, glaube ich, ein Inder oder ein Südländer, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall hat der so eine monotone Sprechweise, hat wirklich immer nur auf einem Ton geredet. So. Hallo! Hallo! Wollen wir bestellen? Nummer 39! Soll mitnehmen! Hallo! Und dieses Hallo hatte der einfach schon so drin, dass er gerade mit dem einen Kunden, fertig war, hat sich dann so zu seinem Kollegen gedreht, um dann halt einfach so das halt weiterzugeben, was halt gerade eben bestellt wurde. Er dreht sich einfach um so, hallo, und da stand einfach gar keiner und er sagt einfach hallo in die Leere. Das war so geil. Der Typ war die absolute Herze.
Ah, hat Spaß gemacht, ja, aber Spaß oder Backen gehabt. Ah. So, Meryl. Ja, machen wir. Tackle. Meryl Tackle. Ich hoffe ja. Gut, Eisstrahl, das ist. Damit kann ich leben. Das war der Inder namens Jinder Mahal, ja Mann. Der Mother Maharaja. Hallo. Ich bin Jinder Mahal. Ihr mögt mich alle nicht, weil ich anders rede. Hallo. Es war wirklich gut. Oh, hau dich jetzt aber nicht kaputt, Minion. Jawohl. Wenn ihr mal hier in der Nähe seid, lade ich euch in eine Shisha-Bar ein und oder auch hier mal her zum Kopf rauchen. Das ist aber nett, Severon. Das ist aber nett. Danke dir. Danny, du hast ja vorher schon gesagt, dass du das schlechteste Pokémon Green Sprites Video gelöscht hast. Wie lang war das circa her, dass du das gedreht hast? Das ist, ein paar Monate ist das her, ja. Anfang des Jahres muss das irgendwann gewesen sein. Das war auf jeden Fall nach meinem Dingens Sprite Video zu der ersten Generation, zu Blau und Rot. Das war so eine relativ kurze Zeit danach, weil ich dann halt gedacht habe, mach ich dann mal. So, dann kommt halt mal irgendwie doch mal wieder was dazu. Aber, ja. Wie gesagt, das ist. Ich laufe immer in diese Richtung. Das Problem. Warte mal. Muss ich denn hier so lang? War das nicht irgendwie. Warte mal. Ja, so war das doch. Ja, richtig. Ich muss da unten gar nicht rum. Gegen den müssen wir jetzt auch noch kämpfen, ne? Gegen den haben wir gerade verloren. Ich werde das eh wieder verkacken, weil mein Team jetzt so geschwächt ist. Ohne Witz, das Problem ist, so die Pokémon sind jetzt noch nicht mal mega high-leveled oder sowas, aber die sind halt trotzdem voll stark. Die haben halt richtig kranke Werte, glaube ich, alle. Das nervt. Hoppip. Was ist das für ein doofer Name auf Englisch? Hoppip. Hoppip. Oh mein Gott, Lenny hat sein zweites Pokémon. Ja, das hört sich super nahe, dass man sich darüber freut. Lenny, schau nachher mal auf Twitter und Instagram, haben wir dort das Fanart gepostet. Ja, wunderbar, danke dir. Mach ich. Habe nie verstanden, warum Eis nicht auf Feuer effektiv ist. Ja, weil Feuer Eis zum Schmelzen bringt. Natürlich wird es dann Wasser, aber dann ist es nicht mehr Eis, dann ist es Wasser. Muss man halt, ja, irgendwie mitleben. La Vita, du kleiner Bub. Magnitude, Intensität, schlecht. Aber zum Glück nicht so stark. Aber ich glaube, es war stärker als Blut. Hör auf damit! Nein! Ich hasse dieses Spiel. Das Spiel ist scheiße. Grüße aus Lemgo. Oh, nice. Grüße zurück. Lemgo. Boah, ich war als Kind so. Als Kind war ich so oft in Lemgo. Jeden Tag eigentlich fast. So, ich bin aber raus, bisschen daddeln noch und dann pennen gehen. Wünsch euch was, haut da rein. Adieu, Stream. Jo, mach's gut, mein Junge. Schön, dass du dabei warst. Und ich bin RIP. Und nicht nur ich, sondern auch ich. Da hab ich dann sein Pakete. Ah, nee, guck mal, wir haben ja noch Mary. Ah, ich steuere ganz vergessen. Aber wir packen diese Höhle hier trotzdem. Ich kann es auch vergessen. Tschüss. Ich habe halt überhaupt gar kein Geld. Deswegen kann ich mir keine Items kaufen. Das nervt. So, okay. Wir machen jetzt aber auch hier. Ich habe keinen Bock mehr. Ich speichere das jetzt. Und
So, bis halb machen wir jetzt noch. Ihr könnt mir jetzt noch ein bisschen Fragen stellen oder so. Und dann können wir nämlich mal gleich hier Feierabend machen. Speicher, zack. Wunderbar. Das hat geklappt. Noch ein bisschen Facecam oder Chat hier an. So, zack. Wie meint das denn? Das ist so ein bisschen. So, hallo. So, dann kann ja der Chat hier ein bisschen langlaufen. Ja, auf jeden Fall, stellt mir Fragen. Alles, was ihr wissen möchtet. 10 Minuten Zeit habt ihr jetzt. Ich gucke währenddessen mal so ein bisschen hier auf Twitter rum, was es hier so gibt. Und stelle auch diesbezüglich mal gerade eben das Ding jetzt hier um. Dann machen wir nämlich jetzt mal. Zack. 119 Leute sind wir immer. Das ist saugeil. Das freut mich riesig. Oh, ich sehe gerade hier auf Twitter geht ja einiges ab. Oh, das ist aber nett. Jana, aka Sweet Darkness, hat hier ein ganz nice Bild. Guck mal, eben kurz habe ich hier Bildschirmdingens an. Warte mal. Guck mal. Ganz tolles Bild von Jana. Ich kann es aber so groß machen. Ich glaube, sieht man das? Ja, man sieht es. Wunderbar. Jetzt überlege ich natürlich gerade, ist das mit Stift gezeichnet und abfotografiert oder ist das halt wirklich, ist das digital so gemacht? Oder? Nein, ist das, glaube ich, wirklich mit Stift. Ich kapiere es nicht. Ist Jana gerade online? Im Stream? Das wird auf jeden Fall mal geretweetet. Richtig cool. Ah, guck mal hier, der Jolonas. Ja, guck mal, das merke ich mir dann mal gleich auf jeden Fall. Sehr schön. Ah, ich mag, wenn auf Twitter was los ist. Oh, was ist denn hier los? Wieso ist der Elgato denn an? Habt ihr das jetzt gerade eben gesehen? So, mit Stiften. Ah, guck mal, Crazy Sweet Darkness. Da ist er, ja, guck mal. Habt ihr das jetzt gerade eben irgendwie hat sich Elgato gerade dazwischen gemischt. Ich weiß gar nicht. Da ist was im Bild. So, sorry. Tut mir leid. Leute, immer ruhig. So. Sieht sehr schön aus, wirklich. Ich find's echt nice. Ich hoffe, die Facecam ist jetzt auch, ja, läuft. Sehr cool. Aber mal gucken, ob Leute heute was über Landificate Live. Ihr wisst ja, Landificate Live ist der Hashtag des Abends, so. Landificate Love ist natürlich auch. Landificate ist Love, Landificate ist Live. So, neueste. Was haben wir denn? Ich muss unbedingt mal. Kennt sich einer von euch mit Twitch-Bots aus? Und zwar möchte ich einen Twitter-Bot haben, in dem halt unter diesem Hashtag laufende Tweets dann halt ab und zu eingeblendet werden. Gibt's da irgendwie was? Könnt ihr mir. Also wenn, dann schickt mir einfach mal am besten auf Twitter oder auf Facebook einen Link. Dann kann ich mir das nämlich mal ansehen. Und ja. Ich glaube, man kann einen mit Nightbot machen. Echt, das wäre natürlich cool. Wäre natürlich eigentlich auch schön, wenn das mit Streamlabs gehen würde, weil ich würde eigentlich mich gerne, oder auf Mobot, weil auf das sind halt so meine beiden Streambots, die ich halt eigentlich so, da würde ich jetzt da noch einen dritten hinzuziehen, ist dann halt irgendwie immer ein bisschen krass. So, ansonsten, ja gut, Jana war halt heute die Einzige. Ist okay, Leute! Ist okay. Nein, ist wirklich okay. Aber dafür auch wirklich mit einem wunderschönen Bild. Ich finde, ich feiere das wirklich. Dankeschön auch für die Glückwünsche. Das ist echt lieb. Und jo. Sau nett. So, alles klar. Jetzt gibt aber erstmal Chat. Und ich schau mal. Nightbot.net, so war die Seite. Alles klar, ja gut, dann schaue ich da nachher mal rein. Dankeschön.
No Device Y Pro. Ja, das war egal, du hast gerade gar nicht angeschlossen, deswegen weiß ich gar nicht, warum du jetzt im Weg war, aber. YOLO. Ich hätte mal eine Idee für ein neues Video. Ideen für neue Pokémon-Typen und dann halt vielleicht neue Pokémon, die dazwischen kommen könnten, die den Typ bekommen, beziehungsweise Pokémon, die den Typ als zwei Typ bekommen könnten. Ja, wie gerade eben schon mal kurz erwähnt, ich finde es sau schwierig. Oh, guck mal, ich kann mal ein bisschen Musiker machen. Ich finde es sau schwierig, so einen neuen Typen eigentlich rauszufinden, weil es ja eigentlich, alles schon gedeckt ist. Wir hatten gerade eben sowas wie Typ Licht, das fände ich halt extrem cool. Aber, ist halt dann natürlich sowas wie Elektro oder Feuer dann halt auch wieder sehr, sehr ähnlich eigentlich. Aber allgemein ist die Idee schon gar nicht mal, so schlecht. Ich habe mir da auch schon mal ein bisschen Gedanken gemacht, aber, ja. Frey riecht nicht gut. Oh, dann muss Frey sich mal unbedingt die Dreads waschen. Das wäre natürlich vielleicht mal wieder nötig. Lenny, was ist dein lieblingslegendäres Pokémon aus den Editionen Platin, Perl, Diamant? Schwierig. Also ich fand Giratina schon immer sehr cool. Weil Giratina, ich fand Dialga und Palkia okay. Und Giratina fand ich aber richtig cool. Deswegen das hat das Ganze nochmal so richtig aufgewertet. Dennoch, Giratina ist schon sehr nice. Darkrai vorgesehen. Ja, Darkrai ist auch cool, das stimmt. Aber Giratina finde ich, glaube ich, nochmal. Ja, wobei Darkrai ist auch nice. Ja. Frey ist gerade voll sad. Oh, das, das tut mir leid. Frey ist sad wegen seinen Dreads. Und er ist fat. Typ Space. Oder, ja, das ist dann natürlich schon sehr Science Fiction. Also ich würd mir dann halt für sowas dann natürlich wünschen, dass es nicht so sehr in die Science Fiction Richtung abdriftet, sondern dass es ruhig ein bisschen, also halt sowas wie Geist und Psycho ist okay, aber da ist dann aber auch irgendwo irgendwann so ein bisschen die Grenze. Auch Fee, also ich finde halt Fee ist okay, aber irgendwie, ich weiß nicht, was mein Problem mit Fee ist. Ich mag Fee einfach nicht. Typ Licht würde sogar passen, es gibt ja schon Unlicht. Ja, stimmt, ja, hatte ich ja auch gerade kurz, dass man dann halt irgendwie macht, so Licht ist halt irgendwie besonders effektiv gegen Unlicht. Der Pokémon-Typ Blut, Alter, das wäre ja richtig bloody. Dann müsste man ja die nächsten Pokémon-Spiele ab 12 oder eben sowas machen. Da gibt es mit Sicherheit dann irgendwelche Leute, die sich dann irgendwie aufregen wegen Jugendschutz oder sowas. Aber naja. Was würdest du von einer Edition halten, in der Arceus im Mittelpunkt steht? Oder Arceus? Ist halt ein bisschen, kommt halt jetzt ein bisschen spät, ne? Arceus gibt es ja jetzt schon eine Weile. Aber wenn man. Ja, ich. Also, einer hatte in meiner App. Übrigens, ihr könnt euch alle meine App runterladen. Einfach mal meinen Namen im iOS oder im Android Store eingeben. Also, Lenificate. Es gab da eine Diskussion. Oder halt ein Vorschlag zu Pokémon Himmel und Hölle. Klingt jetzt erstmal irgendwie ein bisschen so, okay, irgendwelche Gegensätze. Aber ihr müsst euch das mal geben. Stellt euch mal vor, zu Pokémon Himmel ist halt wirklich. Warum habe ich mal Schlüssel in der Hand? Zu Pokémon Himmel ist dann halt irgendwie Arceus oder sowas halt irgendwie wichtig. Oder in beiden Spielen findet halt so ein Kampf statt, weil auf einmal irgendwie so ein Pokémon aus der Hölle halt irgendwie dazukommt. Halt irgendwie so ein Teufels- oder Dämonen-Pokémon. So, und dann gibt das voll den Stress mit Arceus. Ich meine, so müsste man Arceus halt natürlich so ein. Halt ein älteres Pokémon, das man dann halt irgendwie so in so eine Main-Story halt wieder reinziehen müsste, aber wäre meiner Ansicht nach gar nicht mal so schlimm, wenn man Arceus schon als Gott der Pokémon halt irgendwie darstellt. Sowas. Das wird sich dann natürlich irgendwie ganz gut. Gott, wenn ich mich hier selber in meiner Webcam betrachte, dann bin ich immer so verwirrt. Das wird sich auf jeden Fall sehr, sehr cool geben, denke ich. Hundemon, ja gut, aber Hundemon ist ja jetzt auch schon alt und alles andere als legendär, auch wenn das legendär aussieht, Mega-Entwicklung. Aber ja,
Ich mochte diese Doppel-Edition noch nie. Lieber alles in einem. Ich weiß, damit Game Freak Geld macht, aber trotzdem lieber sowas wie Platin oder sowas. Ja, ist halt immer so gewesen bei Pokémon. Ne? Das wird sich auch nicht ablegen. Ich finde, es hat halt auch irgendwie immer... Es hat auch irgendwie immer was Cooles, weil es halt so gegensätzlich ist. Und es war nie was großartig anderes. Aber irgendwie war es doch ganz cool. Also man war halt immer gespannt darauf, so was kommt als nächstes. Kommen jetzt weitere Farben, kommen jetzt irgendwelche Buchstaben oder kommen jetzt Zahlen oder Pokémon 9,6 und 9,7 oder so. Ja. Arceus gegen alle Legendären, ja genau. Giratina ist doch der Teufel, also wäre er der Repräsentant der Hölle. Ja, Giratina ist nicht der Teufel. Giratina könnte man letzten Endes als den Störenfried in diesem Universum sehen. Der wurde ja in der Zeitzone quasi verbannt, weil er sich nicht benehmen konnte, aber er ist nicht wirklich ein Teufel, das kannst du nicht sagen, wir haben Giratina. Nein, aber so, wenn man so dieses gefallene Engel-Prinzip um Giratina aufbauen möchte, so, das funktioniert das glaube ich nicht mehr. Dafür ist die Geschichte halt einfach schon zu fest. Hast du die Switch jetzt eigentlich? Ja. Wird aber auch nochmal ein Video zu. Oh, eventuell mache ich sogar gleich hier mal ein kurzes Zwischendurch-Video. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt die Switch habe. Ich hatte eigentlich überlegt, so irgendwie mein erster Monat mit der Switch oder irgendwie sowas. Ach, mal gucken. Wann waren jetzt die E3-Präsentationen? Einen Tag später habe ich mir die Switch geholt. Wann war die E3-Präsentation? Das war jetzt der. Ist schon wieder ein Monat her? Lege gerade. Mal gucken. Jedenfalls, war gerade noch irgendeine Frage. Giratina ist doch der Herrscher der Zerrwelt, die richtige Dimension intakt hält. Ja gut, aber er ist halt, also natürlich ist er der Herrscher in der Zerrwelt, aber er wurde in diese Welt verbannt, weil er sich in unserem Universum oder in deren Universum damals halt einfach nicht benehmen konnte. Das ist halt Fakt. Wie wär's mit Hooper als böses Pokémon, als sein böses Ich? Ja. Ich kenne gerade so die Background-Story zu Hooper gerade gar nicht so krass, aber ich glaube, er ist schon eher so der Heel, schon eher so Evil. Hört sich Lenny ein bisschen anders an, das kann sein. Ich habe jetzt dreieinhalb Stunden durchgehend geredet. Mein Hals kratzt auch ein bisschen. Deswegen hört sich das dann manchmal so ein bisschen ganz anders an auf einmal. Schau dir mal den Film zu Hooper an. Ja, das werde ich dann wahrscheinlich mal tun. Ja. Ich hatte dir ja gestern die Frage bezüglich kleinerer YouTuber gestellt. Kannst du bitte auch mal drüber gucken und mir ein paar Tipps geben, was ich verbessern könnte? Wäre echt nice. Heißt auf YouTube aber nur Skullduggery. Selbst Profilbild wie in der App. Okay. Schreib mir am besten nachher nochmal oder schick mir mal deinen Kanal irgendwie bei Twitter oder bei Snapchat oder irgendwie sowas. Dann, ja, komme ich da wirklich auch zu. Oder ich merke es mir irgendwie. Ich habe jetzt nur zum Schreiben da. Aber ja, wird schon. Ich dachte, Giratina wurde zu diesem Zweck von Arceus geschaffen. Wann wurde es denn so dargestellt, dass es verbannt wurde? Ich meine das in der... Warte mal, habe ich... Verwechsel ich... Nee, Giratina ist doch in der Zerrwelt gefangen, weil... Warte mal. Also. Arceus... kann ja nicht später geschaffen worden sein. Der ist aus dem Ei geschlüpft und hat das Universum geschaffen. Der ist ja der Schöpfer, der ist ja der Gott. Dann war doch irgendwie was mit... Oh Gott, jetzt hat er mich aber verunsichert. Jetzt muss ich das aber wissen. Also, Pokémon-Historie. Auf PokeWiki. Geschichte der Pokémon-Welt. Wo ist denn hier diese coole... Warte. Giratina. So.
Arceus erschuf. Warte mal, ich kann mal hier eben die. Twitch. So. So, Arceus erschuf Dialga, Palkia und Giratina. Während Dialga und Palkia Zeit und Raum verkörpern, bildet Giratina ein Gegenstück zu den beiden Pokémon und trägt eine Stärke in sich, die laut Legenden den beiden anderen ebenbürtig ist. Die Geschichte des Ursprungs schildert, dass ein Wunsch von Dialga und Palkia auch für die Erschaffung der gesamten Materie verantwortlich ist. Es ist nicht bekannt, weshalb Giratina sich in der Zerrwelt befindet, einer Dimension, in der Raum und Zeit instabil sind. Die Giratinas Pokédex-Einträge geben an, es sei von Arceus aufgrund seines Verhaltens dorthin verbannt worden. Okay, es war halt ein Pokédex-Eintrag, den ich dann gelesen habe. Oder es war halt das, was ich jetzt hier gelesen habe. Okay, man weiß es halt nicht genau, aber es ist verbannt worden, wahrscheinlich. Es ist allerdings nicht auszuschließen, dass Giratina aus freiem Willen in dieser Welt existiert, um die materielle Welt und die Zerrwelt im Gleichgewicht zu halten. Gut, eins von beiden wird sein. Aber jedenfalls, so ist es. Nur, dass wir das jetzt einfach mal wissen. So, ich möchte wieder Musik. Ich möchte wieder Musik. Danke. Blickst du bei der Pokémon-Serie noch durch? Wenn ja, kannst du das mit den ganzen Staffeln, Versionen etc. mal kurz erklären? Ne. Ich hab das auch irgendwann aufgegeben. Kam ich auch einfach nicht mehr hinterher. Inzwischen gibt es so viele Folgen und Staffeln und Versionen und bla und bli und blub. Gut, die einzelnen Staffeln sind halt natürlich je nach Edition aufgeteilt. Es gibt dann halt natürlich den normalen Anime und es gibt Pokémon Origins. Und ich glaube, dazu gibt's da jetzt noch irgendwas anderes zu. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall sind der Anime und Pokémon Origins zwei verschiedene Dinge. Denn der Anime hat quasi eine eigene Geschichte und Origins spielt die Geschichte der blauen und roten Edition nach. Davon gibt es allerdings leider auch nur 4 oder 5 Folgen, was ich sehr bedauernswert finde, weil das wirklich großartige Sachen waren. Es wurde einfach so weggeskippt und weggeschaltet und keine Ahnung was, dass ich das, ja, irgendwie sehr schade fand. Aber, ja. So war es leider. Warte mal, da gab es doch jetzt neben Origins aber doch noch irgendwas. Ständig auf YouTube. Irgendwie so 30 Sekunden, eine Minute lang oder keine Ahnung was. Wie hieß das denn? Evolutions! Richtig! Evolutions! Und Evolutions ist der... Ohne Witz! Was war das? So, das fing an... So... Da kam dieser Typ... Der Rivale kam halt irgendwie so in dieses Dingens... So zu diesem... Top 4. Und so, ja... Hi, ich besieg dich jetzt! Bumm, du bist voll besiegt. Yo, hi, ich besieg dich jetzt. Bumm, du bist voll besiegt. Ich besieg dich jetzt. Bumm, du bist voll besiegt. So, der stampft da durch jetzt fest. As it was nothing. Total unepisch. Dann der letzte Kampf gegen Rot war, glaube ich, ein bisschen epischer gestaltet. Aber das war halt wirklich scheiße. Also, das fand ich nicht so cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Oder Generations. Ich weiß nicht, ob jetzt Evolutions oder Generations. Ich glaube sogar wirklich Generations. Irgendwie sowas auf jeden Fall. Aber es ist ja auch egal. Ich fand es nicht so stark wie Origins. Was würdest du von Origins über die verschiedenen Generationen halten? Ja, ich fände es cool, wenn man das halt... Also, ja. Ja, Generations, Abkind. Ja, heul doch nicht, Schinx. Weine nicht. Wo war ich stehen geblieben? Achso, ich hätte es halt bei Origins cool gefunden, wenn man die Geschichten nicht so extrem runterbricht und dann halt eben nur so 4 Folgen macht. Von mir aus macht halt 10 oder 20 Folgen. So, ihr müsst ja jetzt nicht jeden einzelnen, so jetzt alles kleines bisschen ist so übernehmen und so, aber so, ich weiß nicht, das war schon ein bisschen sehr krass. Also wenn eine Origins-Ausgabe zu allen Generationen, dann aber halt ein bisschen ausführlicher und dann halt vielleicht zu der ersten auch nochmal. Ich würd mal das auch nochmal geben, das war wirklich verdammt, das war verdammt geil gemacht. Aber, naja. Es ist einfach 20 vor, ich wollte eigentlich um halb Schluss machen. Wir machen jetzt noch bis 15:15. Okay.
Was hältst du von Ash? Naja, Ash ist halt Ash, ne? Er ist halt, manchmal ist er ein bisschen dumm, aber insgeheim lieben wir ihn. Wenn du in einer virtuellen Welt gefangen wärst und du dir aus einer großen Anzahl an Waffen etwas aussuchen könntest, welche würdest du wählen? Ich weiß ja gar nicht, wie die Auswahl jetzt wäre. Weiß ich nicht. Ich weiß ja auch nicht, welches Universum das ist. Nee, Ash sagt. Na ja, gut, meistens sagt Ash, klar. Deswegen reden wir uns ja auch immer über ihn auf. Er ist halt verdammt dumm. Verliert ständig alles, aber dann ist er irgendwie schwierig. Aber insgeheim lieben wir ihn trotzdem. Auch wenn wir sagen, er sagt. Wünschst du dir eine Pokémon-Hauptversion für die Switch? Ja, wurde ja sogar, ja, was heißt bestätigt, aber man kann sich ein Spiel, was halt noch nicht, was halt so kurz angeteased wurde, kann man sich halt jetzt schon vorbestellen bei Amazon für 70 Euro. Das Ding ist, auf der E3-Präsentation von Nintendo wurde ja gesagt, so Game Freak arbeitet an einem neuen Pokémon-RPG, was ich sehr geil finde, es war, glaube ich, der größte Hype-Moment in meinem Leben. Und ja, demnach, es wird halt auch ein bisschen dauern, aber es kommt. Und ja, deswegen, was wollte ich jetzt sagen? Aber es kommt. Und wenn es dann soweit sein wird, dann werde ich mir das halt wahrscheinlich auch holen. Natürlich haben jetzt halt einige Sorge, so, ja, aber es wird wahrscheinlich keine Edition, sondern eben sowas wie Mystery Dungeon oder sowas. Aber gestern, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber gestern hat jemand geschrieben, es wird wahrscheinlich wirklich eine echte Edition, so wie wir es kennen, weil Game Freak daran halt entwickelt. Und Game Freak hat bisher halt nur die Edition gemacht. Just saying. Das hat mir gestern wirklich verdammt viel Hoffnung gegeben. Und ja, deswegen. Ich muss mal eben kurz das machen, bevor jetzt hier Donazione. Nee. Obwohl, doch, das auch, ja, das auch. Allerdings auch diese. So. Donazione. Machen wir dann mal. Ja, von mir ist auch da. So, ich musste mal gerade eben kurz was einstellen. Das, falls jetzt hier gleich jemand zum Schluss immer noch was donaten möchte oder irgendwie subscriben möchte, dass er das hier auch sieht. Ich habe jetzt gerade mal kurz die Alerts hier nochmal eingestellt. Weil ich habe ja hier bei OBS halt immer so verschiedene Szenen. Und da sind halt so verschiedene Layer und so, die er halt so einstellen kann. Und bei dem dieser Szene hier fehlte das gerade eben. Deswegen hat mir das gerade eben für, wer waren das? Lord Matt Recox. Matt Recox. Hat mir das sehr leid getan, dass das nicht angezeigt wurde. Aber, ja. Jetzt ist es auf jeden Fall da. Deine Katze ist voll süß. Ja, das stimmt. Er ist müde. Deswegen kommt er jetzt hier und pennt. Das war heute Morgen ganz niedlich. Ich habe halt noch gepennt. Meine Freundin war dann halt irgendwie mal kurz auf Toilette oder irgendwie sowas und hat dann halt bei mir die Tür aufgelassen. Dann kam Kibo zu mir ins Bett und hat sich dann einfach dazugelegt. Das war cool. Kennst du Overwatch? Wenn ja, magst du oder spielst du es? Ich kenne es, ich hab's nicht, also von daher spiele ich es nicht. Ich weiß auch nicht, ob es jetzt so ein Spiel ist, was ich jetzt halt irgendwie so, was ich jetzt halt mehr krass suchten könnte. Ich bin da immer ein bisschen wählerisch, aber ja, mal gucken. Wann gibt's wieder Pokémon Busters? Hätte neuen Stuff dafür. Echt? Ja, dann schickt mir das doch einfach mal zu. Schreibt mir das entweder mal bei Twitter oder bei Snapchat oder bei Instagram kann man mir, glaube ich, sogar noch schreiben. Da habe ich es noch nicht deaktiviert.
Ja, ich bin für Vorschläge der Art immer offen auf jeden Fall. Könnt ihr mir dann einfach mal sagen und einfach mal schreiben, was ihr da gefunden habt. Oder ihr schickt mir mal halt einfach irgendwie einen Link. Und dann gucke ich mir das mal an. Und wenn es mir dann gefällt, dann auf jeden Fall. Also ich hätte auf jeden Fall mal wieder Bock, weil das wirklich so ein Format war, woran ich wirklich Spaß hatte. So dieses Mutmaßen und diese Rumrätseln und diese ganzen Theorien haben mir wirklich Spaß gemacht. Aber irgendwann habe ich einfach nichts mehr gefunden, weswegen sich das dann so ein bisschen im Sand verlaufen hat. Ja, aber wie gesagt, wenn es halt irgendwas gibt, was cool ist, dann immer her damit. Okay, Leute, ich würde sagen, jetzt haben wir es genau 45. Eine Frage noch, und zwar, hättest du gerne ein Gen 1 Remake? Remake auf der Wii? Ja, aber nicht wirklich ein Remake, sondern die Kanto-Region einfach nochmal neu aufgelegt mit neuer Story. Also nicht wieder alles so wie damals, weil das hatten wir halt ja schon mit Feuerrot und Blattgrün. Und einfach so in der neuen Engine oder vielleicht sogar als VR oder sowas. Also ganz ehrlich, Leute, ich war in Hannover im Saturn, wir haben halt VR ausprobiert. Das ist halt einfach so unfassbar geil und ausgereift. Das ist so fett. Naja, wie dem auch sei. Jedenfalls fände ich das halt tatsächlich sehr cool. Aber dann halt komplett neu aufgelegt, halt so von mir aus in der Sun Moon Engine oder so halt sogar in der neuen Engine, vielleicht auf der Switch irgendwas mit so 3D oder sowas. Kanto mit neuer Story. Ich fänd's geil. Vielleicht auch einfach irgendwie in so einer Zeit so ein bisschen vorausgehend ist. Vielleicht sogar mit den neuen Pokémon halt einfach dazu, weil irgendwas, ich hab wirklich das Gefühl, irgendwas kommt da. Es gab so viele Kanto-Anspielungen in Sonne und Mond. Jetzt hat mir sogar ein Kumpel erzählt, dass irgendwie in dem Anime von Sonne und Mond das alte Intro wiedergenommen wird oder sowas. Ich hab keine Ahnung. Oder halt die alte Intro-Musik. Es wär halt einfach saugeil. Und deswegen würde ich mir das schon wünschen. Genau genommen gibt es schon ein Gen 1 Remake. Ja, klar, Feuerrot und Blattgrün. Klar, deswegen sage ich halt einfach nur Kanto nochmal neu aufgelebt mit neuer Story, vielleicht neuen Protagonisten, vielleicht auch eine Zeit nach Rot. Also, ne, wie gesagt. Deswegen. Zu Hannover voll mies. Hättest du 10 Minuten früher getwittert, wäre ich dabei gewesen. Als du getwittert hast, war ich gerade im Zug aus Hannover nach Hause. Das hatte ich sogar hatte ich sogar auf Twitter gelesen. Und da haben wir dann später sogar noch darüber geredet, dass wir uns das irgendwie gelesen haben. Und jetzt wird's richtig gemein. Ich wollte eigentlich sogar schon eher Bescheid sagen. Ich hätte locker irgendwie eine halbe Stunde eher Bescheid gesagt, wenn mein Netzwerkmanager nicht so geschlampt hätte, beziehungsweise halt mir ein bisschen eher Bescheid gesagt hätte, dass halt mit Hamburg halt echt nicht mehr geht und so weiter. Ich wollte jetzt halt nicht irgendwie in Hannover sagen, so, ja, okay, ich bin jetzt hier und da und dann fahren wir halt irgendwie doch nach Hamburg oder sowas, halt, dass das Netzwerk dann irgendwie Taxi reserviert oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Ich musste halt auf die Antwort von Logitech warten, ob das dann halt okay geht, wenn wir dann halt einfach nicht kommen. Blöd gelaufen. Aber ich werde bestimmt nochmal da sein. Hannover ist eine ganz schöne Stadt auf jeden Fall. Und, oder ich komme halt mal, weiß nicht, vielleicht irgendwo, wo du halt zu Hause bist. Wenn du gesagt hast, du fährst von Hannover aus nach Hause, dann wirst du wahrscheinlich nicht in Hannover wohnen. Aber ja, wie gesagt, tut mir leid. Aber, ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm. Okay, Freunde. Ich bedanke mich. Ich bedanke mich bei jedem Einzelnen, der mit dabei gewesen ist. Wir sind jetzt, ich möchte einmal gerade kurz eine Schlussbilanz. Immer noch 103 Leute, das ist sau nice, das ist einfach mehr als sonst so. Ich bedanke mich auch nochmal ganz, 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 ganz riesig bei Shinx, Skybreaker und Saskia. Das mit der Überraschung, das war krass. Saugeil. Dankeschön auf jeden Fall. Ich wünsche euch allen jetzt einen wunderschönen guten Abend. Schlaf gut, macht nicht mehr so lange. Und genieß den Rest des Wochenendes. Danke für die Partnerschaft, dass wir das gemeinsam geschafft haben. Und wir sehen uns spätestens am Montag wieder hier an Ort und Stelle, 19 Uhr. Hashtag Lanificate live. Und meine Katze kommt einfach durch die Tür rein. Okay, macht's gut. Bis dahin. Ciao.